What is Greystate? Greystate is less a movie than it is a warning. We do not live in a dictatorship, but we do live in a police state. What we're gonna see is the unveiling of this Greystate foisted upon America. Americans believe that they can't do anything. And day by day, they're becoming correct. It's a game of numbers, and we're losing. There's something about it that just kind of gets on you and you just can't wash it off. Credibility means nothing to me. What I care about is truth. God, I don't think you're missing anything. The only thing you're missing is why. Herzlich willkommen zu diesem Video, der Tod von David Crowley. David Crowley hat erstmal nichts mit dem Begründer des modernen Satanismus zu tun und ebenso wenig mit der neuen Weltordnung. Im Gegenteil, der ehemalige Soldat aus Apple Valley in Minnesota in den USA hat sich genau seit dem Jahre 2009 mit diesem Thema beschäftigt und einen Film über die FEMA-Camps gedreht, oder zumindest war er dabei, einen Film darüber zu produzieren. Am 17. Januar 2015 wurden er, seine Frau und seine 5-jährige Tochter überraschend tot in ihrem Haus aufgefunden. David Crowley soll erst seine Familie und dann sich selbst erschossen haben. David Crowley war zwar als Waffennarr bekannt, doch er galt in seinem Umfeld auch als fürsorglicher Familienvater, der seine Frau und Tochter liebte. Warum sollte er seine Liebsten und sich erschießen? Ist das nur sogenannter Zufall, dass David Crowley ausgerechnet kurz vor der Veröffentlichung seines brisanten Films starb? Oder gibt es da vielleicht einen Zusammenhang mit dem Film Greystate? Mit Sicherheit, es gibt schon hunderte Videos zu dem Thema FEMA-Camps, deren Spektrum von hochinteressant, aber auch bis hanebüchen reicht. Umgebracht wurde deswegen aber bisher niemand. Warum sollte also David Crowley ermordet werden, während alle anderen als Verschwörungstheoretiker lächerlich gemacht werden? Vielleicht weil David Crowley Insider-Informationen besaß, die nicht an die Öffentlichkeit gelangen durften? Tatsächlich teilte er kurz vor seinem Tod einem Freund mit, dass er Informationen besitzt, die wie eine Bombe einschlagen würden.
Aber unabhängig davon, was das für Informationen waren, gibt es bereits genügend andere beunruhigende Fakten über die FEMA. So betreibt die amerikanische Katastrophenschutzbehörde, die seit 2001 dem Heimatschutzministerium unterstellt ist, rund 800 leerstehende Lager. Diese sind zwar offiziell für den Katastrophenfall gedacht, aber wozu sollte man denn Zivilisten im Falle eines Hurrikans oder eines Terroranschlags hinter Stacheldraht sperren? Des Weiteren hat die FEMA 1,6 Milliarden Schuss Hohlspitzmunition auf Lager, was mehr ist, als im Irakkrieg verschossen wurde. Hinzu kommen 3,5 Millionen Plastiksärge, die für jeweils 3 bis 5 Leichen ausgelegt sind. Nun könnten zumindest die Plastiksärge durchaus für ein Katastrophenszenario herhalten. Doch in Kombination mit den Hohlspitzgeschossen ergibt sich ein völlig anderer Eindruck. Zumal sich die Frage stellt, wozu eine Katastrophenschutzbehörde überhaupt 1,6 Milliarden Schuss Munition braucht. Die FEMA sollte doch eigentlich Menschen im Katastrophenfall helfen und nicht auf wen auch immer schießen. Gut, zum Thema FEMA möchte ich jetzt erstmal nichts weiter sagen, das ist wieder ein anderes Thema. Aber auf das, was ich jetzt hier hingewiesen habe, das ist auch das Einzigste bei dem Thema FEMA-Camps, wo man wirklich mal das Augenmerk hinrichten sollte. Und alles andere, was dazu noch existiert im Internet, also zu dem Thema FEMA-Camps, das ist größtenteils Unfug und dient nur dazu, vom Wesentlichen abzulenken. Okay, zurück zu David Crowley. Also zu seinem Tod existieren die wildesten Theorien. Das geht los, dass ihn die Kabale, also der Deep State, umgebracht haben soll, samt ganzer Familie. Dazu gibt es genug Videos im Internet. Ich sehe das nicht so. Ich werde jetzt hier auch keine einblenden, kann jeder selber finden, weil ich ja auch niemanden durch den Kakao ziehen möchte. Ich hoffe aber, dass, wenn jemand dieses Video sieht, der auch schon mal was zu David Crowley gemacht hat und dort der Meinung war, dass es der Deep State war, dass er dann von selber auf die Idee kommt, solche Videos mal vom Netz zu nehmen. Weil das Problem aller dieser Videos ist nämlich, dass sie keine Quellen benennen. Es sind alles Mutmaßungen. Ja, dann gibt es die Theorie, dass es ein Ehrenmord war. David Crowley hat ja eine Muslimin geheiratet. Und die Aufschrift an der Wand, Allahu Akbar, am Tatort, wo man die Leichen gefunden hat und der aufgeschlagene Koran, sollen dann also angeblich ein Hinweis auf einen Ehrenmord sein. Das kann man sich anschauen in dieser Dokumentation hier. Ich habe es mal eingeblendet. Das Problem an dieser Dokumentation ist eben, dass sie auch keine Quellen benennt. Es ist alles nur Mutmaßung und es könnte eben so sein. Und von daher ist diese Theorie auch nicht haltbar. Ich werde es in der Videobeschreibung verlinken, kann sich jeder anschauen und sich davon überzeugen. Und ich persönlich glaube, dass es sich doch ganz anders zugetragen hat. Und als ich von meinem letzten Video, welches ich in freier Natur gedreht habe, wieder nach Hause gekommen bin, hatte ich dann auch so ein paar Gedanken im Kopf zum Thema David Crowley. Weiß nicht, warum das so war. Und ich hatte Kamera halt noch am Mann und dachte mir, bevor ich jetzt wieder Zettel und Stift holen, alles aufschreibe, mache ich mir nur fix ein paar Stichpunkte und spreche ich es lieber gleich in die Kamera. Also habe ich mich demzufolge in mein Gartenhaus gesetzt und habe das aufgezeichnet. Und wie gesagt, es war halt improvisiert, ne? Und habe mich da auch einige Male versprochen. Das habe ich natürlich dann rausgeschnitten. Deswegen sind zwei, drei harte Schnitte drin. Also bitte nicht wundern und Verständnis dafür. Und ja, das werde ich jetzt mal kurz abspielen und danach geht's dann weiter. Über den Tod von David Crowley gibt es ja nun mittlerweile sehr viele Videos. Und ich werde jetzt keine nennen, da ich niemanden diskreditieren möchte. Solche Videos reichen von, dass es der Deep State war oder die Kabale, die David Crowley und seine Familie umgebracht haben, oder dass es ein Ehrenmord gewesen sein könnte mit islamischem Hintergrund, da David Crowley ja eine Muslimin geheiratet hat und mit ihr auch eine Tochter hatte. Aber alle diese Videos haben eins gemeinsam: sie benennen keine Quellen, also sie können sie nicht belegen. Und jedes Video endet damit: es könnte so gewesen sein. Und was meint ihr? Schreibt es doch mal in die Kommentare. Toll, oder? Also, solche Videos, das ist nichts weiter als Clickbait. Und jetzt, über 4 Jahre nach seinem Tod und der seiner hübschen Frau und seiner Tochter, werde ich das mit diesem Video beenden. Nicht eine der bisherigen Videoproduzenten, die etwas über den Tod von David Crowley gemacht haben, brachten es fertig, mich bis vor kurzem mit eingeschlossen, doch mal die einfachste aller möglichen Szenarien zu recherchieren und dieser mal nachzugehen. Und das ist natürlich einfach mal den offiziellen Polizeibericht zu lesen und die Beweise zu begutachten.
wie zum Beispiel die Tatortfotos. Man ist ja mittlerweile in der alternativen Szene, zumindest einige, so weit hinter allem eine Verschwörung zu sehen. Und genau solche Videos, die bisher über den Tod von David Crowley produziert wurden, ohne die Benennung von Quellen oder Beweisen, genau solche Videos sind es dann auch, die uns angreifbar machen. Vom System und den Mainstream-Medien. Und ich sagte ja eben, mich mit eingeschlossen, aber Gott sei Dank gibt es in meinem Umfeld Menschen, die wirklich klar bei Verstand sind und auch mal der anderen Seite zuhören. Und das ist es ja auch eigentlich, was uns vom Mainstream unterscheidet. Der hört nämlich der anderen Seite nicht zu. Der hetzt nur. Aber hier in den alternativen Medien ist es ja mittlerweile genauso schlimm. Hier hört man sich nicht mal mehr gegenseitig zu. Und was da zeitweise für ein Shitstorm losgeht unter diversen Videos und Anfeindungen. Nur weil man mal anderer Meinung ist. What the fuck ist los mit euch? Aber egal. Muss jeder selber wissen. Und da geht mein Dank jetzt erstmal an das Nudelholz. Die hat das nämlich gemacht. Die hat sich den 94-seitigen englischen, ausführlichen Polizeibericht gegeben. Die hat ihn gelesen. Und die Beweise gesichtet. Ja, und danach hat sich doch ein ziemlich eindeutiges Bild ergeben. Und auf ihren Rat hin habe ich den Polizeibericht dann ebenfalls gelesen. Und mir die Fotos angeschaut. Und ich bin dann zum gleichen Schluss gekommen. Warum habe ich mich dem Tod von David Crowley angenommen? Weil es mir eine Herzensangelegenheit ist. Er als ehemaliger Kriegsveteran, der nach seinem Militärdienst und auch schon während erkannt hat, dass er für die Bösen kämpft. Er hat das Richtige getan. Er hat sich auch mit namhaften Systemgegnern, die vorher auch hohe Schlüsselpositionen innehatten, verbündet. Und ja, er wollte mit seinem Film Grey State die Missstände aufzeigen. Die deutsche Übersetzung dazu ist übrigens in Arbeit. Und eine Herzensangelegenheit ist es mir deshalb, da er doch einen fast gleichen Lebenslauf hatte wie ich. Und ich selber mal an diesem Punkt war. Und da gerade zwischen Wahnsinn, also durchdrehen, oder sich wieder fangen, der ist sehr schmal. Sehr, sehr schmal. Ich habe mir damals aber helfen lassen. David Crowley hat es leider nicht getan. Und damit ist sein Tod oder sein Ableben in diesem Leben samt seiner Familie ebenso tragisch wie traurig. Gut, dann schauen wir uns den 94-seitigen Polizeibericht doch einmal an. Die ganzen Dokumente dazu kann man auf dieser Internetpräsenz hier finden. Die hat da jemand hochgeladen. Also hier die 94 Seiten des Polizeireportes. Die Fotos vom Tatort. Und auch alle möglichen anderen Dokumente, Aussagen, Grundrisse. Ist alles hier verlinkt. Unter anderem auch die Aussagen von David Crowley gegenüber seinem besten Freund Mason Hendricks. Dass er brisante Informationen besitzt, das werde ich auch nochmal gesondert verlinken unter dem Video. Ja, genau wie hier, diese Internetpräsenz. Da geht es um den Film Grey State, also nicht Grey State The Rise. Grey State The Rise, das ist die Dokumentation. Und Grey State, das ist ein Film, der ist im Jahr 2017 rausgekommen. Und da geht es dann so ein bisschen mehr um die Hintergründe des Filmes und auch um den Tod von David Crowley. Kann ich auch verlinken. Hier, das sind die ganzen Tatortfotos, die aber auch auf dieser Internetpräsenz hier verlinkt sind.
Ja, und zu jedem dieser Dokumente, die hier verlinkt sind, gibt es auch ein Video, wo das ausgewertet wurde. Das ist natürlich alles auf Englisch. Und ich möchte von vornherein sagen, warum schenke ich den ganzen Sachen hier Glauben? Erstens, es waren David Crowleys engste Freunde, die das hier veröffentlicht haben. Und zweitens fanden eigentlich alle, also alle Bundesbehörden, Polizisten, Forensik, also eigentlich alle, die den Tod von David Crowley untersucht haben, die fanden das wirklich gut, was er da gemacht hat mit diesem Film und auch mit seinen sonstigen Auftritten und Interviews, die er gegeben hat. Also die fanden das wirklich sehr gut, was er da gemacht hat, dass er auf die Missstände hingewiesen hat. Und deswegen haben sie eben auch die Untersuchung von David Crowleys Tod und seiner Familie sehr genau genommen. Gut, und jetzt werde ich den Polizeibericht mal öffnen. Den habe ich mir hier runtergeladen als PDF und gehen wir den mal durch. Gut, was haben wir hier? Das ist erstmal der offizielle Polizeibericht, Seite 1 und Seite 2. Hier steht Person 1, Judy Prochnow, Complainant. Ja, also das ist diejenige, die die drei Leichen der Crowleys entdeckt hat und den Notruf abgesetzt hat und die Polizei gerufen hat. Dann haben wir als zweite, dritte und vierte Person hier die Opfer. Ich habe es gelb markiert. David Crowley, Komil Crowley und Rania Crowley. Ja, hier noch weitere Zeugen, die dann vor Ort noch befragt wurden. Und das ist dann der erste Kurzbericht, der vor Ort erstellt wurde, also am Tatort. Also ich habe es mal gelb markiert, was hier wichtig ist. Also am 17. Januar 2015 um 12.56 Uhr hat diese Judy Lee Prochnow, steht noch ihre Adresse hier, einen Notruf angerufen, da sie drei Leichen im Haus von David Crowley entdeckt hat. Sie hat die Körper entdeckt, nachdem sie nachschauen wollte, nach der Familie, weil sie sich gewundert hat, dass halt Pakete vor der Tür standen. Und durch das vordere Fenster ins Wohnzimmer hat sie halt die drei Leichen entdeckt. Und ja, dann haben sie noch den Ehemann der Judy Prochnow befragt. Das ist der Colin Keith Prochnow, habe ich auch hier gelb markiert. Und der hat eben dann noch vor Ort ausgesagt, dass sie sehr wenig Kontakt hatten mit den Crowleys. Aber sie haben sie als normale Familie und Nachbarn wahrgenommen. Aber die Prochnows haben eben beide bemerkt, dass der David sich verändert hat. Und ja, im späten Herbst des Jahres 2014 hat der David Crowley eben angefangen, sich militärisch zu kleiden. Ja, und hat seine Haare in einem Mohawk-Style geschnitten. Also das heißt Sidecut auf beiden Seiten. Das sind ja auch die Bilder, wo es mehr als genug gibt, dass er eben am Ende dann so aufgetreten ist. Ja, dann sind hier noch weitere Zeugen befragt worden. Ist jetzt nichts Wichtiges dabei. Die haben alle nichts gesehen und nichts gehört. Ja, außer hier dieser zweite Officer, Jay Broughton, und noch einer, Becker, sind ein bisschen später am Tatort angekommen. Und die haben eben dann schon den Geruch von diesen verwesenden Leichen am Tor wahrgenommen. Und ja, die sind halt dann reingegangen. Die Tür war nicht abgeschlossen, die Seitentür. Und ja, haben halt dann festgestellt, dass der Hund noch am Leben ist. Und ja, wollen nur erstmal den Hund fangen. Ja, das war erstmal das, was vor Ort erstellt wurde. Und dann wurde natürlich hier dann auf dem Revier noch ein ausführlicher Bericht erstellt. Auch hier wieder die beteiligten Personen, die Judy Prochnow, die den Notruf abgesetzt hat, dann die drei Opfer und ja, die ganzen Zeugen. Ja, auch noch sind noch ein paar dazugekommen, die dann noch aufs Revier geholt wurden. Ja, und hier wurde das Ganze dann nochmal ausführlich zu Protokoll gebracht, auf drei Seiten. Ja, ist auch nichts, was irgendwie Hinweise geben kann bis hier. Das eine, dass dieser Colin, also Colin Prochnow, der Ehemann von der Frau, die den Notruf abgesetzt hat, der hat jetzt hier ausgesagt, dass er in der Zeit vom 2. Dezember 2014 bis zum 19. Dezember 2014, dass er da nachts mal aufgewacht ist, zwischen 1 und 2 Uhr, weil er eben Schüsse gehört hat. Er glaubt, sich zu erinnern, dass es am 9. oder 10. Dezember war. Und der hat eben dann beschlossen, erstmal nicht die Polizei zu rufen und ist halt vor die Tür gegangen, hat nichts gesehen, hat noch im Hinterhof bei sich nachgeguckt und ja, ist eben dann zu dem Schluss gekommen, dass es anscheinend Feuerwerkskörper waren. Ja, hier sagt er dann eben auch nochmal, dass er eben der Meinung war, der Colin Prochnow, dass der David Crowley ein Ex-Militär ist. Ja, das hat er festgemacht an seinen Tätowierungen, die er hat. Aber am meisten ist ihm halt aufgefallen, dass er sich militärisch gekleidet hat und eben sein Haarschnitt. Ja, dann hat die Polizistin noch mit einer Annemarie und einem William Hickson gesprochen. Und die sagt eben nur aus, er kann nichts mehr sagen, als wie das dort eben ein weißer Mann gelebt hat. Und dass es ein guter Vater war zu seiner kleinen Tochter, die ungefähr 5 Jahre alt war. Das bestätigt auf jeden Fall, dass er sich nach außen hin zumindest auf jeden Fall als liebevoller Familienvater präsentiert hat. Hier haben wir noch die Aussage von einem Adam Keeler. Das ist auch ein Polizeiofficer. Der ist dann etwas später
am Tatort eingetroffen und der hat zu Protokoll gegeben. Ich habe sie hier gelb markiert. Also er hat die drei leblosen Körper bemerkt und die sind eben verstorben. Und ja, die Körper, zwei davon sind eben Erwachsene und der dritte ein junges Kind. Und er hat eben auch bemerkt, dass eine Schusswaffe in der Nähe der Leichen lag. Also ziemlich nah sogar bei den Leichen. Und im Erdgeschoss, im Schlafzimmer, hat er eben eine militärische Kleidung gefunden, eine militärische Ausrüstung, Munition und Waffen. Und Waffenboxen. Ja, ansonsten keine anderen Menschen oder Tiere. Gut, Zwischenfazit. Also David Crowley war ein Kriegsveteran, besaß also ausgezeichnete Kenntnisse über den Umgang mit Waffen. Und zwar sämtliche Kaliber. War körperlich fit, war durchtrainiert. Und Schusswaffen waren auch, wie gesehen, zu Genüge da, inklusive Munition. Und wenn jetzt zum Beispiel der Deep State ein Killerkommando auf ihn gehetzt hätte, dann hätte der sich definitiv zur Wehr gesetzt. Ne? Waffen dafür waren da. Die Ausbildung dafür hat er auch gehabt, um damit umzugehen. Also wenn irgendjemand seine Familie bedroht hätte, hätte er sich definitiv zur Wehr gesetzt. Und das wäre dann laut geworden. Das hätten andere gehört, ne? Weil alle haben ja ausgesagt, dass sie nichts gehört haben. Bis auf der Colin Prochnow, der mal nachts wach geworden ist, weil er ein paar Schüsse gehört hat. Und aber dann wieder ins Bett gegangen ist, weil er der Meinung war, es war bis Feuerwerk. Alle anderen haben nichts gehört. Also wie gesagt, wenn den jemand überfallen hätte, irgendein Killerkommando, oder auch wenn es irgendwelche Islamisten gewesen wären, der hätte sich massiv zur Wehr gesetzt und das wäre aufgefallen, das hätte man gehört. Ist aber nicht der Fall. Also das ist für mich jetzt schon mal ein Hinweis, dass es nicht der Deep State war, die David Crowley und seine Familie umgebracht haben und dass es auch kein Ehrenmord mit islamistischem Hintergrund war. Ja, und da braucht dann auch keiner kommen. Ja, kann auch ein einzelner Killer gewesen sein, mit einer Waffe, mit Schalldämpfer. Dann wäre zumindest der Hund angesprungen, ne? Der Hund wäre der Erste, der das bemerkt hätte und da gebellt hätte. Und der Hund wäre auch der Erste, den so ein Killer oder so ein Killerkommando erschossen hätten, damit Ruhe ist. Ja? Aber genau der hat eben überlebt. Also ist für mich dann eben auch ein Anzeichen, dass das eben nicht sein kann. Ja, also ich meine, dass die Waffen da so einfach rumliegen, das kann natürlich auch nicht sein. Ne? Also man kann ja waffennah sein, hat ja keiner was dagegen. Aber sie sollten doch dann so weggeschlossen sein, dass vor allem Kinder da eben nicht so einfach rankommen. Gut, aber das ist nur meine persönliche Meinung und tut hier erstmal nichts weiter zur Sache. Ich werde natürlich jetzt nicht den ganzen Polizeibericht hier durchgehen. Das ist auch gar nicht nötig. Entscheidend und interessant sind nur die Zeugenaussagen, die zur Aufklärung des Todes von David Crowley und seiner Familie beitragen. So, dann haben wir hier noch die Aussage von einem James Gummert. Der war ebenfalls Polizeibeamter und der hat eben den Tatort auch untersucht. Und er hat eben hier das große Schlafzimmer untersucht mit anderen Detectives und auch das Bad. Und im Bad hat er eben eine Glasbank gefunden und Marihuana hat er auch gefunden. Das war nicht viel, aber ist auf jeden Fall ein erster Hinweis darauf, dass David Crowley sich doch so einige Probleme schön geraucht hat. Aber ich komme dann später noch dazu. Gut, was haben wir noch? Hier haben wir die Aussage von einem Tommy Booth. Das ist vom Dienstgrad her Primary. Das ist dann schon etwas Höheres als wie ein Detective oder ein Supervisor. Also hier sieht man auch, hier haben sich wirklich alle dran beteiligt, bis in die höchsten Ebenen, um das aufzuklären. Und der hat eben einen Mr. Peck kontaktiert, um ihn ein paar Fragen zu stellen über ein paar SMS, also Textnachrichten, welche von David Crowleys Phone zu dem Telefon von Mr. Peck gesendet wurden. Und der Mr. Peck hat dann eben ausgesagt, dass er David und Komal Crowley seit ein paar Jahren kennt und das letzte Mal gesehen hat am 19. Dezember 2014. Und der Mr. Peck sagte eben auch noch, dass David und Komal zu ihm gekommen sind, um sich etwas Marihuana zu holen. Und er sagt aber dann auch noch, dass er nicht Davids Marihuana-Dealer ist, sondern David für ihn so etwas wie ein Mentor ist fürs Filme machen und Filme produzieren. Und dann sagt er eben auch noch, dass er mit David Crowley und Daniel Mason, das ist der eine von David Crowleys engsten Freunden, und Mitch Heil nach Oklahoma gefahren sind, um halt zu helfen, Szenen für den Konzepttrailer von Grey State zu produzieren. Und das war im März 2013. Und dann sagt er ja noch einmal, dass er das letzte Mal, als er mit David Crowley gesprochen hat, das war am 19. Dezember 2014. Und seitdem hat er ihn nicht mehr gesehen und nicht mehr mit ihm gesprochen. Also am 19. Dezember 2014 war er definitiv noch am Leben. Und er sagte eben auch zu diesem Primary Tommy Booth, dass er unbedingt mit diesem Daniel Mason, also mit David Crowleys Freund, sprechen soll. Und auch mit diesem Mitch Heil. Und beide waren übrigens auch Teil des Projektes für Grey State. Und das hat der Tommy Booth dann auch gemacht. Der hat sich mit diesem Daniel Mason getroffen. Und der Daniel Mason hat eben dann gegenüber diesem Tommy Booth ausgesagt, dass er David Crowley ungefähr seit 4 Jahren kennt und dass er auch einer der Schauspieler in dem Konzepttrailer für Grey State gewesen ist. Das stimmt auch.
Hier ist er. Das dürfte dann sogar eigentlich der Hauptdarsteller des Films gewesen sein. Ist öfters im Trailer zu sehen. Also das entspricht definitiv der Wahrheit. Und kennengelernt hat er den David Crowley in David Crowleys Firma. Die nennt sich Bullet Exchange. Und die hat halt Schauspieler trainiert, damit sie eben glaubwürdig in solchen Filmen wie Grey State auftreten können. Ja, dann sagt er noch, dass der Trailer zu Grey State, den ich ja auch schon einige Male in Videos bei mir verbaut hatte, ja, dass der mit einem Crowdfunding finanziert wurde und also damit ungefähr $61.000 eingenommen haben. Und nachdem der Konzepttrailer zu Grey State eben so erfolgreich war und so eingeschlagen hat, hat David Crowley eben Daniel Mason mitgeteilt, dass er eben also da einen ganzen Film produzieren möchte und möchte damit vorstellig werden bei verschiedenen Filmstudios in Kalifornien. Ja, und dann sagt er eben auch noch, dass die Filmstudios gesagt haben, dass es ungefähr $30 Millionen kosten wird, so einen Film zu produzieren, in voller Länge. Und der Daniel Mason ist sich aber unsicher, ob schon irgendwelche Verträge für einen Film geschlossen wurden. Weiß er nicht, weil er sagt dann ja auch nochmal, dass er zwar in das Projekt involviert war, Grey State, aber eben nur als Schauspieler und als Freund und war eben in nichts involviert, was die Finanzen betroffen hat. Und er sagt eben hier, dass er David Crowley das letzte Mal im September 2014 gesehen hat, kann sich aber nicht mehr an das genaue Datum erinnern. So, was hat er Danny Mason noch gesagt? Er sagt eben hier aus oder gibt zu Protokoll, dass er am 14. Oktober 2014 eine E-Mail bekommen hat von David Crowley. Und in dieser E-Mail ging es darum, dass David Crowley ihn gefragt hat, also den Danny Mason, ob er die Rechte, die er als Schauspieler an dem Film hat, Grey State, ob er darauf verzichten würde, sodass eben David Crowley das Skript zum Film umschreiben kann und ja den Film auf eine andere Art und Weise produzieren kann, als wie es original geplant war. Und der Danny Mason hat aber die E-Mail erstmal nicht beantwortet, weil das wollte er eben dann persönlich mit ihm klären und irgendwas, wenn es was zu unterschreiben gibt, das eben, ja, dann zu unterschreiben. Und am 7. Dezember 2014 hat er dann nochmal eine E-Mail bekommen von David Crowley und da hat er David Crowley dem Danny Mason eben dann mitgeteilt, dass er sich dazu entschieden hat, den Film Grey State auf eine komplett andere Art und Weise, als wie es ursprünglich geplant war, zu produzieren und dass er eben dafür noch seine Unterschrift benötigt, sodass eben Danny Mason keine Rechte mehr am Film hat. Also hier sieht man wirklich, dass er erst kurz vor seinem Tod, also wie gesagt, die E-Mail ist vom 7. Dezember 2014, am 19. Dezember war er noch am Leben, David Crowley, hatten wir ja vorhin hier, ging daraus hervor aus dem Polizeibericht. Und am 15. Januar 2015 hat man die Leichen gefunden. Also er hat wirklich erst kurz vor seinem Tod sich dazu entschieden, diesen Film Grey State nicht als Spielfilm zu produzieren, sondern eben so wie jetzt als Dokumentation Grey State The Rise. Ja, was sagt er noch, der Danny Mason? Er sagt eben noch, dass David Crowley und Mitch Hyle, das ist der andere Freund von David Crowley, ihre Partnerschaft beendet haben. Aber er glaubt, dass sie im Guten auseinandergegangen sind. Und dann beschreibt er eben noch den David Crowley als einen sehr liebevollen Mann. Beschreibt ihn als Familienmenschen, der seine Familie liebt. Mehr als alles andere in der Welt. Und ja, er sagt auch, David Crowley war ein künstlerischer Mensch. Und es sind keine Anzeichen von irgendwelcher Gewalt oder dass er ein Extremist ist, sind absolut nicht sichtbar gewesen. Und er sagt eben noch, dass David Crowley immer verärgert war über seine Karriere oder über seinen Weg, wie er im Militär missbraucht wurde, im Irak und in Afghanistan. Aber er war eben kein Extremist. Ja, und dann sagt er eben noch, dass David an eine höhere Macht geglaubt hat, als er sich dann der Religion zugewandt hat. Aber er hat eben niemals über Religion gesprochen. Niemals hat er das gemacht. Weder über das Christentum, noch über den Islam oder irgendwelche anderen Religionen. Also er ging eigentlich immer davon aus, so wie er aufgetreten ist, dass David Crowley ein Atheist ist. Dann hat sich der Primary Tommy Booth noch mit diesem Mitch Hyle getroffen. Also jetzt voll ausgeschrieben mit vollen Namen Mitchell David John Hyle. Und der hat eben ausgesagt, dass sie die besten Freunde sind, also der Mitchell und der David, seit der Highschool. Die haben sich ungefähr im Jahr 2000 kennengelernt und beide sind dann zusammen 2004 in die Armee eingetreten. Und nach der Grundausbildung wurde David in Deutschland stationiert und Mitchell war auf einer anderen Militärbasis stationiert. Ja, dann sagt er eben noch einmal, dass er hier in Deutschland stationiert war, David, und dann später in Texas. Und 2009 ist er aus dem Militär dann ausgetreten, also da war seine Dienstzeit zu Ende, da haben sie ihn dann entlassen. Und dann sagt er eben auch, dass der David dem Mitchell einige Male was erzählt hat, und zwar über seine Zeit beim Militär im Irak. Ja, und sein erster Einsatz, also David Crowleys erster Einsatz, der war halt im Irak. Und während er dort stationiert war, ja, hat er einen traumatischen Unfall gehabt. Da ist eine Mine hochgegangen und dabei ist der Humvee explodiert, in dem er drinnen gesessen hat. Und ja, der David musste halt einen seiner Teamkameraden, als das passiert ist, retten.
Also hat demjenigen das Leben gerettet und hat aber auch ganz viele seiner Kameraden bei dieser Explosion verloren. Und als dann die Zeit seines Einsatzes im Irak vorbei war, wurde er dann zurück nach Texas versetzt. Und dort hat er eben einen Antrag gestellt, dass er vorzeitig entlassen wird aus dem Militär. Der ist abgelehnt worden. Und ja, und dort in Texas, wo er stationiert war, hat er dann auch seine Frau kennengelernt, die Komel. Und die hat er dann auch geheiratet. Also, dass er die irgendwo im Irak kennengelernt hat, seine Ehefrau, wie es auch in manchen Videos schon mal behauptet wurde, das stimmt nicht, das ist nicht wahr. Die Komel, die war schon in den USA, und zwar in Texas. Und dort hat er sie kennengelernt und dort hat er sie dann auch geheiratet. Ja, dann, wie gesagt, sein Antrag auf frühzeitige Entlassung aus dem Militär wurde abgelehnt. Und stattdessen hat man ihn nach Afghanistan geschickt, zu einem erneuten Kampfeinsatz. David hat dann auch nicht mal viel darüber gesprochen, was in Afghanistan alles passiert ist. Und er sagt damit schon eben dann noch, dass er der Meinung ist, dass David Crowley kein PTSD hat. Das ist die Abkürzung für Post-Traumatic Stress Disorder. Zu Deutsch posttraumatische Belastungsstörung. In Deutschland oder im Deutschen wird es dann mit PTBS abgekürzt. Also hier ist jetzt das erste Mal überhaupt in dem Polizeibericht, dass sowas zur Sprache kommt. Aber Mitchell ist eben der Meinung, dass David Crowley das nicht hatte. Das ist ja ein ganz bekanntes Phänomen, was viele Soldaten haben, die im Einsatz waren. Und ja, werde ich dann am Ende des Videos noch darauf eingehen, wie sich das mit der posttraumatischen Belastungsstörung verhält. Aber wie gesagt, Mitchell ist der Meinung, dass David das eben nicht hatte. Und David Crowley hat eben dem Mitchell noch mitgeteilt, dass er sehr unglücklich ist über die ganzen Kriege und die Drohnen, die benutzt werden in den Kriegen und die ganzen unschuldigen Menschen, die dabei umgebracht wurden und ja, im Endeffekt dann als Collateral Damage, also Kollateralschaden, nur noch bezeichnet werden. Und ja, der Mitchell hat das genauso gesehen und diese Überzeugungen endeten dann eben damit, dass beide, der Mitchell und der David, nachdem sie aus dem Militär raus waren, eine Geschäftsbeziehung geschlossen haben und dann eben beschlossen haben, auf diese Missstände, mit den Drohnen und das ganze Zeug, diese Kriege, das eben öffentlich zu machen und darauf hinzuweisen. Dann hat der Mitchell noch ausgesagt, dass der David nicht ein absoluter Regierungsgegner war. Der hat zum Beispiel auch mit Ron Paul gesprochen. Wer ist Ron Paul? Also Ron Paul mit richtigem Name oder ausgesprochenen Name Ron Ernest Ron Powell, er ist am 20. August 1935 in Pennsylvania geboren und das ist ein US-amerikanischer Arzt und Politiker. Ja, und er war zwischen 1976 und 2003 mit einigen Unterbrechungen als Republikaner Abgeordneter im Repräsentantenhaus der Vereinigten Staaten. Paul war bei der US-Präsidentschaftswahl 1988 Kandidat der Libertarian Party, Partei, und bewarb sich parteiintern um die republikanische Kandidatur zu den US-Präsidentschaftswahlen 2008 und 2012. Also das ist schon ein ziemlich hohes Tier. Und ja, jetzt nachdem er ausgeschieden ist aus der Politik, geht er eben auch ganz massiv gegen die Fed vor. Also Federal Reserve. Also da kritisiert das Geldsystem, was das Zeug hält. Hat auch ein Buch darüber geschrieben, End the Fed von Ron Paul. Ja, und ich hatte ja eingangs schon gesagt, dass David Crowley sich mit solchen Personen zusammengetan hat. Einer davon ist eben Ron Paul. Und wie gesagt, der stand in der Hierarchie um einiges höher als David Crowley. Und da spricht auch noch weitaus gefährlichere Themen an, als wie das David Crowley getan hat. Ja, und den Ron Paul hat man ja auch nicht einfach so in die Ecke gebracht. Da wird eben jetzt als Verschwörungstheoretiker gebrandmarkt. Und wie gesagt, David Crowley, der in einer weitaus niederen Position war und weitaus weniger gefährliche Dinge anspricht. Also warum sollte denn ausgerechnet ihn, der Deep State, um die Ecke bringen und seine ganze Familie? Das würde ja nur Aufsehen erregen. Also das ist das, wo ich jetzt erstmal sage, also das passt irgendwie nicht so richtig zusammen. Und wie gesagt, David Crowley und Ron Paul sind auch gemeinsam aufgetreten, wie zum Beispiel hier damals auf dem Ron Paul Festival. Da werde ich jetzt mal einige Ausschnitte daraus abspielen. Ja, und das Ganze werde ich auch in der Videobeschreibung verlinken. Ja, ist natürlich schon ein bisschen älter. I'm going to introduce myself. My name is David Crowley. I'm a husband and a father. And I'm a combat infantry veteran with over 5 years of service and 2 deployments. But I'm here speaking today as a filmmaker. I'm the writer and director of the film Gray State. Now, has anyone heard of Gray State? You know, that doesn't surprise me because the trailer racked up nearly 150,000 views in its first week on YouTube. The overwhelmingly positive response to the trailer tells me that for whatever reason, it's something people want to see. Since we began developing the concept 2 years ago, people have been asking me, you know, what is the Gray State? This is a question whose answer needs no further clarification than for you to look outside your window and observe what your world has become. You may recognize it as the world financial prison that has been created by bankers. You may recognize it as a visualization of the uneasy fear you may now have as a police car pulls up behind you. You may recognize it as one quick step away from
from the pervasive surveillance state in which we now live. In any one of these estimations, you would be correct. In short, the gray state is the culminating manifestation of the darkest trends our negligence and malignancy have to offer. As you watch the trailer, you see that every scene exemplifies something sick about the way our culture has devolved. Und das hier eben war bereits 2012, also da hatte Ron Paul sein politisches Amt auch noch inne, also nur um das nochmal zu verdeutlichen. Mit Alex Jones hat er sich auch arrangiert, ne, da er letztendlich dann auch einen Auftritt hatte in dem Film. Grey State the Rise, und ja, der ist auch noch am Leben, den hat man auch nicht um die Ecke gebracht. Das ist auch nur ein sogenannter angeblicher Verschwörungstheoretiker. Gut, machen wir jetzt weiter mit dem Polizeibericht. Und David war lediglich nicht glücklich über diese Entwicklung zwischen den Republikanern und den Demokraten, aber er war ganz weit davon entfernt, ein absoluter Regierungskritiker zu sein. Und dann sagt er eben noch aus, dass er, also der Mitchell und der David, zwei Firmen gegründet haben. Das eine ist die Firma Hot Head Productions, die war halt zuständig für Werbung, für Musik und Videos, und wie gesagt, die haben halt den Film produziert, die Grey State. Und die zweite Firma, die sie gegründet haben, das war die bereits vorhin erwähnte Bullet Exchange, die halt dafür dazu war, die Schauspieler zu trainieren, dass sie eben auch überzeugend in solchen Filmen auftreten können. Und dann sagt er eben auch noch aus, dass die Bullet Exchange, das war keine erfolgreiche Firma, mit der haben sie einfach kein Geld verdient. Weiterhin sagt er ja aus, nachdem der Konzepttrailer dann eben fertiggestellt war und die nun angefangen haben, den Film zu produzieren, haben sie den Film dann so Ende 2012 dann bei verschiedenen Produktionsfirmen vorgestellt, und die haben ihm dann halt gesagt, dass der Film doch sehr vom Trailer abweicht, also dass es in eine ganz andere Richtung geht, das will man einfach nicht hier, sowas. Und ja, er sollte doch hier und da ein paar Dinge ändern und sollte das dann schon so machen, wie er es auch in seinem Trailer präsentiert hat. Ja gut, hat er sich natürlich stur gestellt, hat er natürlich, wollte er nicht, und ja, demzufolge hat er eben auch kein Geld von denen bekommen für den Film. Dann macht er hier noch an, dass er dann irgendwann angefangen hat, der David, eine Dokumentation zu drehen und eine Miniserie über das Projekt. Und er hat ihn aber auch immer darauf hingewiesen, den David, der Mitchell, dass er jetzt irgendwie auch mal Geld verdienen muss und dass er eben das ganze Bild sehen muss. Und David hat eben immer nur seinen Film gesehen und hat eben das große Ganze nicht gesehen. Ja, und irgendwann hat er dann alle Rechte an den David Crowley abgetreten, der Mitchell. Beschreibt er dann noch hier, dass er halt völlig besessen wurde von diesem Film. Das war das Einzigste, worauf er sich noch konzentriert hat und was in seinem Leben noch wichtig war, ohne sich um die Finanzen zu kümmern oder andere Sachen und ums Geschäft. Und ja, aus diesem Grund ist dann auch der Mitchell von seinem Anspruch an den Film zurückgetreten, hat alle Rechte an den David übertragen, weil eben einfach kein Geld damit verdient wurde. Und von irgendwas muss man ja leben. Und ja, dann sagt er auch noch, dass er eben nie ein fertiges Produkt gesehen hat, weder von dem Film noch von der Dokumentation. Aber David wollte ihm halt nicht zeigen, erst wenn es komplett fertig ist. Und er weiß aber, dass es eine 3 Stunden lange Version gibt, die unbearbeitet ist. Das ist dann hier dieser Rohschnitt, den ich bei mir auf dem BeatShoot-Kanal hochgeladen habe und in 2 Teile geteilt habe. Und dann sagt er noch aus, dass ja, da David dann mittlerweile so in seinem Filmprojekt drin war, dass er links und rechts und ja, außerhalb absolut nichts mehr wahrgenommen hat. Und der Film ist dann so weit von dem Konzepttrailer abgewichen. Also da hat dann dort Sachen eingebaut wie ja, Verschwörungen, wie man unliebsame Leute um die Ecke gebracht hat und bringt. Und am 24. September 2014 hat der Mitchell das dann auch unterschrieben, dass er dem David alle Rechte abtritt. Also von Hot Head Productions und auch von der Bullet Exchange. Und ihm war aber trotzdem der David als Freund noch wichtig, also hat er sich dann irgendwo gesagt, wir müssen das trennen, Geschäft und Freundschaft. Und ja, dann war es am Ende dann so schlimm bei dem David Crowley. Der hat sich so in dieses Projekt Grey State festgebissen, dass auch dann seine Gesundheit angefangen hat, drunter zu leiden. Ja, und im September 2014, wie ich gerade eben schon gesagt hatte, als der Mitchell dem David dann alle Rechte übertragen hatte, ist er halt dann noch zu Davids Haus gefahren, um sich mit ihm zu treffen. Und der David kam dann raus und wollte ihn nicht ins Haus lassen und hat nur mit ihm in der Einfahrt gesprochen. Und dem Mitchell ist halt aufgefallen, dass der David sich komplett verändert hat, physisch und auch mental. Also, dass er völlig anders drauf war. Und dass er eben so geredet hat, als wäre er nicht David, den er, der Mitchell, eigentlich kennt. Und der Mitchell sagt jetzt ja eben auch noch, dass der David kein Alkoholiker oder ein Trinker war. Der hat periodisch immer mal getrunken. Und ja, wenn er dann getrunken hat, dann auch so, dass er richtig besoffen ist. Aber es war eben nicht ständig und andauernd. Ja, und dann tut er es eben auch nochmal bestätigen, dass da David und die Kumel, die haben sich in Texas kennengelernt, haben dort geheiratet. Sagt er, dass Kumel eine Muslimin war und die ist aber zum Christentum konvertiert, damit halt sie und der David heiraten können. Dann sagt er eben noch, da den David ja schon sehr lange kennt, als er aufgewachsen ist, dass seine Familie war sehr religiös. Die sind immer in die Kirche gegangen und das war auf jeden Fall christlich. Aber er war sich eben nicht ganz sicher, ob es jetzt katholisch ist oder irgendwie eine andere Richtung. Dann bestätigt er nochmal, dass die Kumel ihren Islamglauben abgelegt hat für David und dass die Familie der Kumel
darüber nicht sehr erfreut waren. Gut, das würde jetzt diese Theorie von dem Ehrenmord wieder nähren, aber warten wir erstmal ab, wir werden es sehen. Und dann sagt er auch nochmal, dass David eben niemals über Religion oder Konfessionen gesprochen hat, niemals. Und dann beschreibt er den David eben noch als einen großartigen Familienmenschen und jeder in seiner Familie hat den David auch geliebt, sehr sogar. Ja, und er hatte eben den Eindruck, dass der David am Ende sich eingeengt gefühlt hat bei seinen Recherchen und bei der Produktion des Filmes. Und ja, und mehr dazu kann er jetzt auch nicht sagen, wie es nun zum Tod der Familie Crowley gekommen ist. Und ja, gut, hier sieht man auch dann am unten hier, dass das alles aufgenommen wurde. Und dass es auch auf den Sicherheitsserver des Apple Valley Police Departments hochgeladen wurde. Wie übrigens alle Aussagen hier. Ja, das zeigt, dass man es wirklich sehr genau genommen hat hier, den Tod von David Crowley und seiner Familie aufzuklären. Also das war jetzt eine der entscheidendsten Aussagen im Polizeibericht von diesem Mitchell, weil daraus geht nun erstmals auch hervor, dass der David nicht, wie zuerst angenommen, kurz vor seinem Tod das Konzept des Filmes Grey State von einem Spielfilm zu einer Dokumentation geändert hat, sondern dass er eben beides produziert hat, den Spielfilm und die Dokumentation, und dass sich eben die Änderung des Filmes, die der Mitchell angesprochen hat, mit denen die Filmstudios nicht einverstanden waren, dass die sich eben auf den Spielfilm bezogen haben, dass er da eben Sachen eingebaut hat, was die Produktionsfirma eben einfach nicht wollte. Gut, hier nochmal nur, um das kurz zu zeigen hier, da hat jetzt ein anderer Investigator, Michael Tietz heißt der, der hat mit der Arbeitskollegin von der Kummel gesprochen. Die Kummel war irgendwie eine Ernährungsberaterin, so in die Richtung. Ja, also tut jetzt nichts zur Sache, ich wollte eben nur zeigen, dass hier wirklich jedem kleinsten Hinweis nachgegangen wurde. Hier jetzt noch eine entscheidende Aussage, die zur Aufklärung des Todes von David Crowley und seiner Familie beiträgt. Hier ist jetzt wieder eine Ermittlerin, Melissa Ray Nielsen, und die hat mit der Schwester von der Kummel telefoniert, Sidra heißt die, und das war am 19.01.2015, also 4 Tage nachdem er die 3 Leichen gefunden hat. So, und die Sidra sagt aus, dass sie eben gerade sehr oft bei ihrer Mutter und ihrem Vater ist, weil ihre Mutter sich gerade in einer Krankenpflege befindet, da sie eine sehr aggressive Form von Krebs hat und ja, sie wird wahrscheinlich nicht mehr lange leben. Und jetzt erzählt sie eben noch diese Ermittlerin, also ihre Beziehungen zu ihrer Schwester und ihrem Schwager, also dem David. Ja, und jetzt kommt eben auch ein entscheidendes Detail heraus, also die Sidra, die erzählt, dass sie in Saudi-Arabien auf einer Militärbasis geboren ist, genau wie ihre Schwester, also die Kummel, während der Vater fürs US-Militär gearbeitet hat. Ja, irgendwann mal hat er die Position dann beim US-Militär aufgegeben, hat gekündigt, weil er eben zurückziehen wollte nach Pakistan, wo er und ihre Mutter eigentlich original her sind, also wo sie geboren sind. Und dann sagt sie eben auch, dass sie in Pakistan gelebt haben, so lange bis ihre Schwester, also die Kummel, 17 Jahre alt war. Und als sie dann 17 Jahre alt geworden ist, die Kummel, sind sie eben dann ausgewandert in die USA, nach Texas. So, und hier sagt sie dann eben auch nochmal, in der Zeit hat sie den David Crowley kennengelernt und geheiratet. Er war damals noch in der Armee und dann ist die Kummel auch schwanger geworden. Und noch vor der Geburt des Kindes ist der David Crowley dann in seinen Einsatz nach Afghanistan geschickt worden. Also da, wo er damals den Antrag gestellt hat auf frühzeitige Entlassung, wo sie ihn dann nach Afghanistan geschickt haben, das war genau zu dem Zeitpunkt, als seine Frau schwanger war. Und er war also demzufolge bei der Geburt des Kindes nicht dabei. Ah, klar, natürlich, da wurde er mit Sicherheit erstmal auch Wut gehabt haben. Das ist aber gut, kann man jetzt hier nicht weiter beurteilen. Ja, und jetzt sagt sie eben noch die Sidra, dass sie eben so nie richtig dem David nahe war. Die hat sich halt nicht wohl gefühlt mit ihm und hat halt immer eine gewisse Distanz zwischen ihr und David gespürt. Und dann sagt sie noch, dass am Anfang des Jahres 2014 die Kummel ihren Vater angerufen hat, um mit ihm über ihre Beziehung zu David zu sprechen. Und sie sagt eben, dass die Kummel hier unter einem enormen Stress stand, weil sie eben der Alleinverdiener war für die Familie. Und die hat das eben damals ihrem Vater erzählt. Und sie ist sich eben nicht sicher, ob sie weiterhin mit dem David verheiratet bleiben will oder ob sie sich von ihm trennen will. Da eben der David absolut nichts dazu beiträgt, ja, um die Rechnungen zu bezahlen, um den Familienunterhalt zu bestreiten. Da ist halt nur mit seinem Film beschäftigt. Das ist auch das Einzige, was er gestört hat und das ich eben deswegen von ihr trennen will. Ja, und ihr Vater hat ihr aber dann geraten, dass sie doch bitte bei dem David bleiben soll. Die soll sich nicht von ihm trennen. Ja, und das hat sie dann auch gemacht, die Kummel. Ist dann zum gleichen Schluss gekommen und hat gesagt, okay, ich trenne mich nicht von David, ich stehe das weiter mit ihm durch. Im Mai 2014 hat die Sidra den David und die Kummel besucht und ja, das hatten sie vorher ausgemacht, weil David und Kummel nach Kalifornien fliegen wollten, um halt einen Vertrag zu unterschreiben für seine Movieproduktion, also für den Film Grey State. Und die Sidra hat halt in der Zeit auf das Kind aufgepasst, auf die Rania. Ja, und dann
sind sie halt nach dem Wochenende wieder zurückgekommen und die Sidras wieder nach Hause gefahren. So, und im Juli 2014 hat man dann bei der Mutter diesen Krebs festgestellt. Und ja, die Mutter und der Vater haben eben entschieden, dass er jetzt eine Chemotherapie bekommt, um diesen Krebs zu bekämpfen. Und wie gesagt, die Kummel war damit absolut unglücklich, dass die das macht, die Mutter, mit der Chemotherapie. Die wollte das nicht, dass sie den Krebs versucht zu heilen mit einer Chemotherapie. Wie gesagt, die scheint ja irgendwie so ein bisschen alternativ unterwegs gewesen zu sein, die Kummel. Eben auch aufgrund ihrer Ausbildung als Ernährungsberaterin. Da gibt es auch ein Zertifikat, findet man auch hier in diesem Bericht. Kann dann auch mal jeder selber nachgucken. Und dann hat eben die Sidra im Laufe des Sommers 2014 mitbekommen, dass da David eben den Vertrag nicht bekommen hat von der Produktionsfirma oder dass dieser zumindest aufgelöst wurde, gekündigt wurde. Alle Details darüber kennt sie nicht. Sie weiß aber, dass definitiv der David jetzt keinen Vertrag mit irgendeiner Produktionsfirma hat. Und die hat es auch gemerkt, dass das ein sehr schwerer Schlag für den David war, weil, wie gesagt, dass die Produktion des Filmes, das war eigentlich sein ganzes Leben zu diesem Zeitpunkt. Und hat dann eben auch bemerkt, dass sich die Kummel verändert. Also der war ja immer so ein bisschen regierungskritisch, ja, der David Crowley. Und die Schwester war dann plötzlich auch so. Ja, die kommen auf die gleiche Art an wie der David. Und die hat erst gedacht, die macht Witze oder Spaß. Und hat aber dann gemerkt, dass es doch ernst ist. Und dann hat sie halt den David mal zur Rede gestellt, was er sich eigentlich einbildet, was er mit ihrer Schwester gemacht hat. Die hat sich ja total verändert. Und hat eben dann gemerkt, dass der David hier wirklich die komplette Macht und Kontrolle hat über ihre Schwester. Ja, die ist dem halt hoffnungslos verfallen. Die liebt den, oder hat ihn abgöttisch geliebt. Und dann erzählt sie weiter, die Sidra, der Polizistin, dass im Oktober 2014 der David ihren Vater angerufen hat. Und ja, und da hat er dem Vater eben mitgeteilt, dass sie alle jetzt das Verbot haben, seine Familie zu kontaktieren. Und ja, sie sollen ihn und die Kummel und die Kleine halt in Ruhe lassen. So, die Sidra, die war natürlich außer sich, ne? Die hat natürlich dann die Kummel versucht zu kontaktieren. Ein paar Mal hat sie das gemacht, nachdem sie mit dem David auch nochmal gesprochen hatte, aber die Kummel hat eben auf ihre Anrufe und auf ihre E-Mails nicht mehr reagiert. Dennoch hat die Familie von der Kummel, also der Vater vor allen Dingen, die Kummel und den David weiter unterstützt. Ne? Der hat denen ihr Auto gegeben, das hat die Sidra dann auch dorthin gebracht, damit sie wenigstens ein Auto haben. Da hat die auch finanziell unterstützt. Also nicht nur mit dem Auto. Und dann ist sie nochmal hingefahren. Dann hat sie noch ihrer Schwester einen Toyota gegeben und hat eben das andere Auto wieder mitgenommen. Also haben ihr noch ein besseres Auto gegeben. Ja, und wie gesagt, der David hat sie eben an dem Tag auch nicht reingelassen. Also das ja, finde ich schon ein bisschen heftig. Ne? Und da hat sie eben bemerkt, dass der David sehr dünn geworden ist. Ja, also ihr ist auch seine Haarfrisur aufgefallen. Und ja, hat er eigentlich bloß noch zwei Worte dafür gefunden. Look crazy. Also sieht verrückt aus. Und da hat sie aber eben nicht reingelassen, hat sie nicht zu ihrer Schwester gelassen. Und da sagte er, sie soll bitte gehen und hat eben nochmal betont, er möchte keinen Kontakt mehr zu ihr oder ihrer Familie. Ja, das hatte Sidra dann natürlich mit ihrem Vater besprochen, hat ihm das natürlich alles erzählt und dass er eben regelrecht bedroht wurde von dem David. Ja, und der Vater, da hatte ich jetzt natürlich gesagt, gut, also ich bezahle für beide, für David und für Kummel, für ihre Telefone zum Beispiel. Ja, da hat die Telefonrechnung von David bezahlt und auch die Telefonrechnung von der Kummel. Und da hat er sich eben dann kurzerhand dazu entschlossen, den David seinen Mobilfunkvertrag zu kündigen. Das bezahlt er gar nicht mehr und den von der Kummel hat er halt limitiert, ja, sodass er wenigstens erreichbar ist. So, und seit dem Oktober 2014 hatte eben dann die Sidra keinen Kontakt mehr mit David oder mit Kummel. War keine Chance, kein Rankommen mehr. Und der nächste Kontakt war dann am 23.12.2014. Da hat sie zwei vermisste Anrufe drauf gehabt von einer unbekannten Nummer. Der erste war früh um 9.36 Uhr und der zweite war um 11.40 Uhr. So, sie weiß zwar nicht, ob das ihre Schwester war, aber sie glaubt ganz fest daran, dass es ihre Schwester war. Also die spürt man ja auch sowas, das wird wahrscheinlich schon so gewesen sein, aber wie gesagt, kann man nicht beweisen. Also sieht es dann wohl danach aus, dass am 23.12. auch beide noch am Leben waren. Ja, und das belegt jetzt in meinen Augen auch erstmal, also dass hier ein Ehrenmord zumindest familienseits von der Kummel auszuschließen ist, weil, wie gesagt, der Vater hat ihr geraten, beim David zu bleiben, hat sie finanziell unterstützt. Ja, wie gesagt, der Vater war eigentlich den ganzen Tag im Krankenhaus bei seiner kranken Frau, also er hat überhaupt keine Zeit gehabt, sowas zu planen. Und die andere Tochter, also die Schwester von der Kummel, hat eben auch den Vater tatkräftig unterstützt bei der Bekämpfung des Krebses der Mutter. Also ist das erstmal von der Seite erstmal auszuschließen, nach jetzigem Erkenntnisstand. So, jetzt kommen wir mal zu einem etwas unangenehmen Teil, also dem Tatort, oder wie man es im Englischen sagt, die Crime Scene. Also wie haben die Bundesbehörden dort ja, den Tatort vorgefunden? Kommen wir als erstes mal zu den drei Leichen, also Körper 1.
der männliche Erwachsener, also das ist David Crowley. Den hat man vorgefunden mit einem vorangeschrittenen Status der Verwesung. Dann der Großteil seines Kopfes fehlt und lediglich der hintere Teil von seinem Schädel ist noch da, wo er eigentlich hingehört. Ja, und der obere Teil der Wirbelsäule war ebenfalls freigelegt. Der linke Hand war noch dran, die rechte Hand fehlt. Ja, war angezogen, aber barfuß. Ja, den hat man gefunden im Flur des Wohnzimmers. Ja, und sein Körper zeigt halt Richtung Osten und seine Füße Richtung Westen. Und Eisen gefunden haben, lag auf dem Rücken. So, dann kommen wir zum Opfer 2, der weibliche Erwachsene. Also das ist dann die Kumel. Ebenfalls in einem fortgeschrittenen Status der Verwesung. Auch hier fehlt Großteil der Kopf und lediglich der hintere Teil. Ja, ist genau wie beim David. Das Kopf ist noch da, wo er hingehört. Beide Hände fehlen bei der Kumel. Sie war ebenfalls angezogen und die haben sie halt gefunden. Körper hat nach Westen gezeigt und die Füße Richtung Osten. Und die lag halt auf dem Bauch, als sie sie gefunden haben. Ja, die Füße waren gespreizt. Und ja, der Körper der dritten Person, das war dann das Kind. Das lag zwischen ihren Beinen. Ja, das Kind hatte ebenfalls, also schon einen fortgeschrittenen Status der Verwesung. Dort hat der rechte Arm gefehlt und die komplette Schulter dazu. Und der Körper wurde gefunden, auf der linken Seite liegend. Und ja, der Kopf zeigte Richtung Nordosten und die Füße Richtung Südwesten. Das war ebenfalls angezogen. Ja, gut, okay, also weiteres erspare ich euch ja jetzt, weil ansonsten müsste ich ja das Video wieder mit einer Altersbeschränkung versehen. Und ja, ich werde es ja alles verlinken. Ja, was ich das geben möchte, ja. Kann das ja dann selber tun. Also ich werde jetzt hier auch keine Bilder zeigen davon. Das gehört einfach nicht her. Und tut auch nichts zur Sache. Was steht jetzt noch hier drin? Alle drei Leichen wurden eben dann mitgenommen. Ne, von den Behörden. Ja, und was man dann noch festgestellt hat, ist eben, dass alle drei, trotz dass zwei Köpfe schon völlig zerstört waren, eben Schusswunden hatten im Kopf. Dann haben sie ein leeres Magazin gefunden, Kaliber 40. Und das gehört eben zu der Waffe, wie ich eingangs schon mal gesagt habe, die sie gefunden haben neben David Crowley. Und sie haben halt drei Einschusslöcher gefunden im Teppich, genau dort in der Umgebung, wo sie eben auch die Leichen gefunden haben. Aber hier steht es auch nochmal, die Waffe haben sie ja gefunden. Haben auch gleich festgestellt, es ist eine Springfield, Kaliber 40, passt also zum Magazin. Und ja, wurde halt gefunden auf der linken Seite von David Crowley, also vom männlichen Körper. Und war nur ein Fuß entfernt, die Waffe. Ja, was haben sie noch gefunden? Und haben sie noch Blut gefunden und Fingerabdrücke auf der Tastatur von seinem Laptop. Der Laptop stand halt in der Küche, der war geöffnet und der war halt noch an. Also war nicht aus, der Laptop. Ja, dann haben sie noch den Safe angeschaut, der war offen. Und wie gesagt, den kann man halt öffnen über so ein Touchpad. Und wo halt der Eigentümer dann seine Finger drauflegen muss, um halt Zugang zum Safe zu bekommen. Das Ding haben sie dann auch untersucht auf den Ausspuren. Und halt dort versucht, welche sicherzustellen. Was war noch drin im Safe? Pistolenmagazin und Schlüssel. Und der Safe, der wurde nicht gewaltsam geöffnet. Also ist man dann eben zu dem Schluss gekommen, dass er wahrscheinlich den Safe aufgemacht hat, um dort die Waffe rauszuholen. Hier muss man jetzt mal noch kurz anmerken, also wenn er die Pistole, also diese scharfe Waffe, wirklich im Safe hatte, dann wird sich das wohl so verhalten mit den anderen Waffen, die da gefunden wurden, im Schlafzimmer und überall, mit dem Keller. Wenn ich jetzt die Fotos schon eher im Video gezeigt habe, dann kann es natürlich sein, dass das nur Filmrequisiten sind. Ne? Also das, wie gesagt, geht aber aus dem Polizeibericht nicht hervor. Und ja, dann scheint er wahrscheinlich doch verantwortlich damit umgegangen zu sein, mit diesem, mit seinen Schusswaffen. Aber, wie gesagt, ist nur eine Mutmaßung, weiß ich nicht. Ja, jetzt gehen sie ja nochmal kurz auf den Laptop ein. Das ist ein Apple-Computer. Gut, das tut nichts zur Sache. Es war halt offen und war halt an. Und dann haben sie eben noch ein paar Blätter gefunden. Dort standen Handnotizen drauf. Dort stand halt drauf, Open Device, Most Recent Version. Ja, also, wie gesagt, das hat er noch auf den Zettel geschrieben, weil er wahrscheinlich wollte, dass, wenn jemand den Laptop findet, dass er dann bitte die Most Recent Version von Device öffnet. Was ist das? Ja, das ist ein Drehbuch. Das ist eine Art Schnittvorlage, wie der Film zu schneiden ist. Das hat er halt noch hinterlassen, der David Crowley. Und ja, auf der Grundlage hat er dann auch irgendjemand den Film fertiggestellt, später mal. Sieht man auch am Anfang vom Film Grey State to Rise, da weisen sie darauf hin, auf diese Schnittvorlage, die David Crowley hinterlassen hat. Ja, und eben nur so konnte man den Film dann eben noch fertigstellen, also zumindest die Dokumentation. Und diese Schnittvorlage, die hat er erst 5 Tage vor seinem Tod beendet. Gut, also eine weitere Auswertung des Tatortes, das kommt dann später, weil es fehlen jetzt noch ein paar Sachen, um das ganze Bild zusammenzusetzen. Eins kann man jetzt schon klarstellen, also wie gesagt, so wie die Leichen vorgefunden wurden, gibt es mehr als genug Videos und auch Artikel und Beiträge, weiß ich nicht alles, dass das halt ein übelstes Massaker war, dass irgendwelche Leute über die hergefallen sind und die halt so zugerichtet haben. Das ist überhaupt nicht der Fall, weil, wie gesagt, ein Hund hat er ja nicht mit erschossen, ne? Das steht auch hier drin. Im Polizeibericht, da ist dort 14 Jahre drin rumgelaufen, ne? Hat alles voll geschissen und voll gepisst und
Ja, klar, der hat natürlich irgendwann auch mal Hunger, ne? Also hat er dann halt demzufolge die Leichen angefressen. So einfach ist das. So, und wenn es der Deep State gewesen wäre, na, die hätten natürlich alles mitgenommen, ne? Laptop und was weiß ich nicht alles, alles, was er zu diesem Film Grey State hat. Oder hätten es vor Ort vernichtet, die hätten die ganze Bude abgefackelt dort, ganz einfach, alle Beweise vernichtet. Also daran kann es einfach nicht gelegen haben, ne? Und wenn der Laptop da noch da steht, offen ist, an ist und eben auch noch hingewiesen wird auf diese Schnittvorlage, so dass jeder da ein bisschen Ahnung hat vom Videoschneiden fertig machen kann, also das passt überhaupt nicht zu der Theorie, dass es der Deep State war, oder irgendein Killerkommando, was auf ihn gehetzt wurde. Also das ist Schwachsinn. Und außerdem wusste ja auch gar niemand, was von der Dokumentation Grey State the Race, ne? Bekannt war nur der Spielfilm. Der Einzige, der es wusste, das war der Mitchell, was er vorhin im Polizeibericht ausgesagt hatte. Alle anderen wussten es nicht. Vorstellig geworden ist er noch im Spielfilm. Und wie gesagt, die Studios waren ja auch nicht abgeneigt. Die hätten ihm schon das Geld gegeben, wenn er gewisse Dinge wieder zurückgeändert hätte, wie es ursprünglich mal war. Und ich persönlich sehe zum Beispiel auch die Dokumentation Grey State the Race als das viel gefährlichere Projekt fürs System als wie der Spielfilm. Weil, wie gesagt, das machen wir heute ja schon ständig. Ne? In Spielfilmen kriegt man ja die Wahrheit förmlich ins Gesicht geschmissen, ja, damit die Leute denken, das ist Fiktion und ja nicht auf die Idee kommen, es könnte doch die Realität sein. Ja, und mit so einer Dokumentation, ja, die bringt das schon ordentlich zum Ausdruck, was hier eigentlich los ist, ne? Wo die Reise hingeht. Also, wie gesagt, aber davon wusste niemand was und das stimmt, kann vorne und hinten passt das nicht zusammen, dass das irgendwie die Kabale oder der Deep State war, die David Crowley da in die Ecke gebracht haben. So, was haben wir noch? Wo kommen die Pakete her, die bei David Crowley vor der Tür lagen? Ganz einfach, das sind Weihnachtsgeschenke. Die hat David seinen Vater Daniel Crowley am 28.12.2014 vor die Tür gelegt und dann ist er wieder gegangen, weil eben David nur noch auf Krawall gebürstet war und da wollte ich mit ihm nicht streiten und ist er halt einfach dann wieder gegangen. So, ja, wenn er mal ins Fenster vorne reingeguckt hätte, dann hätte er die Leichen mit Sicherheit gesehen, hat er aber nicht gemacht. Er ist einfach wieder gegangen, weil er sich nicht streiten wollte mit seinem Sohn. Was haben wir noch? Das hier, das ist auch wichtig, bei David in der Küche wurde noch die Ausgabe der Zeitung dort vor Ort vom 26. Dezember 2014 gefunden. Und ja, haben jetzt immer der Detective Brian Bunyer jetzt mit den Zeitungsverlegern gesprochen, wie sich das verhält über die Feiertage. Und dort hat er dann halt die Antwort bekommen, dass die Zeitungen schon eher gedruckt wurden über die Feiertage. Und ja, die hätten ausgeliefert werden können am 24., 25. oder 26. Die werden dazu zu einer zentralen Station gebracht und von dort holen sich dann die Fahrer die Zeitung ab und ja, tun sie dann halt bei den Leuten in den Briefkasten. Also, wie gesagt, aber sie lag in der Küche, also die hat David Crowley sich noch reingeholt, die Zeitung. Und wie gesagt, der steht ja halt am 24., 25. oder 26. Kann man jetzt nicht sagen. Das heißt aber im Endeffekt, dass er am 24. Dezember definitiv noch am Leben war. Weil da hätte er sie frühestens haben können. Ja, finde ich jetzt schon doch noch wichtig, um das mal einzugrenzen, wann denn ungefähr das alles passiert ist. Weil im Autopsiebericht, den ich dann auch noch kurz zeigen werde, ja, daraus geht es nicht hervor. Die konnten das eben nicht mehr feststellen aufgrund des Verwesungszustandes der Leichen und auch so der allgemeine Zustand, die konnten eben nicht den genauen Todeszeitpunkt mehr feststellen. Also hier sind wir jetzt schon mal so weit, dass man sagen kann, am 24. Dezember 2014 war er noch am Leben. Gut, ich will das jetzt auch nicht unnötig dramatisieren. Das ist wirklich eine traurige und schlimme Geschichte, was hier passiert ist. Und ich habe jetzt auch wirklich viel weggelassen aus dem Polizeibericht. Vor allem die Aussagen von den Eltern oder auch die Aussagen diverser Zeugen, die einfach nichts dazu beitragen konnten, um den Fall aufzuklären. Gerade was die Eltern und so, das ist schon traurig, ja, aber wie gesagt, das trägt halt nichts dazu bei, den Fall aufzuklären. Und wie gesagt, jetzt zeige ich mal noch ein bisschen was ich als wichtig erachte. Das ist einmal hier am 16. März 2015, also das ist dann schon 2 Monate später. Da haben sie die DNA, die sie von David am Tatort sichergestellt haben, ausgewertet. Und Davids DNA wurde auf jeden Fall gefunden auf der Waffe und im Magazin. Gut, muss nichts heißen, das ist wahrscheinlich der Einzige, der mit der Waffe umgegangen ist. Und es geht aber auch daraus hervor, dass man hatte ja Blut gefunden auf der Tastatur. Und das war auf jeden Fall Kumis Blut, also das Blut von David Crowleys Frau. Und das gleiche gilt auch für die Fußabdrücke, die sie gefunden haben. War ja barfuß, David Crowley ist dann wahrscheinlich noch barfuß durchs Blut von der Kumis gelatscht. Und ja, beim iPhone, das Blut, da war auch Blut drauf, das ist auch von der Kumis. Also wird es wahrscheinlich dann so gewesen sein, nachdem er seine Frau und seine Tochter erschossen hat, dass er eben dann noch in die Küche gegangen ist, einen Laptop, den noch angemacht hat und eben noch auf diese Schnittvorlage auf einem Blatt Papier hingewiesen hat. Und dann wird er wohl im Flur gegangen sein und hat sich selber erschossen. Gut, was haben wir hier noch? Hier hat sich der Primary Brian Bone nochmal mit den Eltern getroffen von David Crowley und hat die ganzen Beweise übergeben und was sie ermittelt haben. Und auch nochmal mit der Schwester von der Kummel, der Sidra. Und da hat er eben die Familie und auch die Schwester informiert, dass sie eben den Koran hier gefunden haben, mit dieser aufgeschlagenen Seite. Und dann haben sie denen das auch gezeigt, das Bild von dem Koran, so wie sie ihn vorgefunden haben. Ja, sie sind sich halt nicht sicher, ob das auch wirklich die aufgeschlagene Seite war, weil der Hund war noch im Haus.
wussten sie nicht, ob da vielleicht irgendwie dagegen gerammelt ist, und dann hat sie Seite umgeblättert. Und wie gesagt, die Schwester, die Sidra, hat es dann gelesen, die Passage, und hat dann auch sofort gesagt, oh je, das ist halt ein Gebet, um Vergebung zu bitten. Und das macht man im Islam eben so am Totenbett. Also wird es dann wahrscheinlich eben auch die aufgeschlagene Seite sein. Also da hat sich dann nichts dran verändert. Ja, und dazu schreibt man dann auch immer das Wort Allahu Akbar eben an die Wand, wenn man dieses Gebet spricht. Und Allahu Akbar heißt ja auch nichts anderes als wie Gott ist der Größte. Damit ist das lückenlos bewiesen, dass es kein Ehrenmord war. Und da braucht mir jetzt auch keiner kommen damit hier. Die Kummel, die ist doch zum Christentum konvertiert. Die hat doch mit dem Islam gar nichts mehr zu tun. Und der David, haben wir ja vorhin im Polizeibericht gesehen. Herr Mitchell hat gesagt, dass er sich immer so gegeben hat, als wäre er Atheist. Er hat aber auch gesagt, dass er niemals über Religion oder sonst irgendwelchen Glauben geredet hat. Er weiß es also nicht genau, ob David einer Konfession angehört oder nicht. Weil es ist ja jetzt auch noch nicht klar, wer den Koran dort aufgeschlagen hat. War es David oder war es die Kummel? Und die Kummel ist ja nur zum Christentum konvertiert, damit sie eben den David heiraten kann. Das ist ja was völlig anderes. Die hat ja diesen Islamglauben nicht abgelehnt, weil sie freiwillig zum Christentum konvertieren wollte. Das hat sie ja nur gemacht, damit sie eben den David heiraten kann. Was die dann tatsächlich von der Religion ausgeübt haben oder gar nicht, das ist nicht bekannt und das lässt sich auch nicht beweisen. So, das ist jetzt noch sehr wichtig. Also hier schreibt der Primary Brian Boone, das hat er eben ermittelt, dass er eben regelmäßig Marihuana zu sich genommen hat. Hat man ja vorhin schon, dass er geringe Mengen da irgendwie gefunden haben an Marihuana und dass es auch einige ausgesagt haben. Dann, dass er Alkohol getrunken hat, aber eben nicht ständig, sondern eben nur ab und zu und dann aber richtig. Und dass er eben auch mit Pilzen hier rum experimentiert hat, ne? Hier Mushrooms, das sind Pilze. Und ja, das ist jetzt erstmal alles aus dem Polizeibericht, was ich jetzt hier als Beweise anführe. Und ja, jetzt fällen wir hier mal ein Urteil, was ja nun passiert ist. Also dazu schauen wir jetzt als allererstes mal in den Autopsiebericht. Ich habe nochmal den von David Crowley. Ich mach's ganz kurz. Der genaue Todeszeitpunkt konnte nicht mehr festgestellt werden, aufgrund des Zustands der Leichen. Deswegen haben sie oben auch bei Todeszeitpunkt den Zeitpunkt der Autopsie reingeschrieben und den Zeitpunkt, als sie die Leichen gefunden haben. Dann hat man hier eindeutig identifiziert an seinen Tätowierungen. Man hat hier eindeutig nachgewiesen, dass er eine Schusswunde im Kopf hat. Eine. Und zwar genau aus der Waffe, die neben ihm gefunden wurde. Dann, wie gesagt, hat man halt festgestellt, dass Teile des Kopfes fehlen. Und ja, das sind eindeutig Bisswunden vom Hund. Das hat der Hund weggefetzt. Ist auch eindeutig nachgewiesen. Also es steht jetzt eindeutig fest, es war zu 100%, dass David Crowley den Abzug gedrückt hat, hat sein Kind erschossen, seine Frau und dann auch sich selber. So. Und passiert sein muss das Ganze zwischen dem 24. Dezember und dem 28. Dezember 2014. Weil am 24. Dezember 2014 hat er sich ja noch die Zeitung reingeholt. Und ja, wenn er am 28. noch gelebt hätte, hätte er ja zumindest die Geschenke reingeholt, die sein Vater vor die Tür gestellt hat. Hat er ja nicht gemacht. Die standen am 15. Januar immer noch hausen. Also wird es dann auch irgendwo in diesem Zeitraum passiert sein. Und das erklärt dann auch bis zum 15.01. schon diesen weit fortgeschrittenen Verwesungszustand der Leichen. Die haben dort eine Weile gelegen, schon fast bis zu 3 Wochen wahrscheinlich. Und wie gesagt, Zeugen haben ja alle nichts gesehen und nichts gehört. Ne? Bis auf der eine hier vom Anfang, der Brochno, der mal Schüsse gehört hat. Und meinte, es war wohl am 10. Dezember und ist aber dann wieder ins Bett gegangen. Und ja gut, das kann es aber nicht gewesen sein, weil wie gesagt, am 24. da hat er sich ja noch die Zeitung reingeholt, das was der Zeuge da gehört hat. Er weiß, was es war. Das ist ja bei der Amis, das ist ja keine Seltenheit, das darf er wieder Knarren haben. Man weiß, was er rumgeballert hat oder vielleicht war es doch nur Feuerwerk, aber wie gesagt, das war definitiv nicht die Schüsse, die zum Tod geführt haben. Gut, jetzt könnte der Hardcore-Verschwörungsfanatiker wieder sagen, ja, die Zeitung, die können ja auch, das kann ja auch die Polizei dann noch hingelegt haben im Nachhinein. Ja, gut, meine Güte, ja, natürlich kann sowas sein, aber trotzdem hat ja der Mr. Peck hier ausgesagt, hat man ja vorhin, das hat David Crowley, und zwar mit der Kummel zusammen, sich am 19. Dezember 2014 bei ihm noch Marihuana geholt hat. Also ist definitiv diese Aussage hier von diesem Colin Prochnow, also dem Ehemann von der Judy, die den Notruf abgegeben hat, nicht verwertbar. Weil er sagt ja, er hat die Schüsse am 9. oder am 10. Dezember gehört. Und wie gesagt, am 19. Dezember war er aber definitiv noch am Leben, David Crowley. Weil da hat er sich ja bei dem Mr. Peck noch das Marihuana geholt. Und ja, demzufolge hat er da irgendwas anderes gehört. Das weiß ich, keine Ahnung. Auf jeden Fall waren das nicht die Schüsse, die zum Tod von David Crowley oder seiner Familie geführt haben. Dann möchte ich noch auf diesen Bericht verweisen. Das ist der BCA-Bericht.
Also das ist dann der Bericht von der Kriminalpolizei. Der hat 485 Seiten. Ja, da ist der Polizeibericht, den ich gerade hier durchgegangen bin, auch mit drin. Und ja, noch vieles mehr. Beweisfotos, Grundrisse, Aussagen. Also ich sage, es würde den Rahmen des Videos einfach sprengen. Und ja, wenn es interessiert, dann kann sich das anschauen. Hier auf dieser Internetpräsenz ist das ja alles verlinkt. Ja, und ich werde es auch unter der Videobeschreibung verlinken. Was man jetzt noch klären muss, ist, hat er das geplant? Hat er vielleicht sogar seine Frau damit involviert? Also haben die das gemeinsam geplant? Oder war das eben eine Kurzschlussreaktion? Also hat er das nicht geplant. Dann schauen wir uns die Beweise nochmal an. Ja, hierfür möchte ich jetzt erstmal kurz auf die posttraumatische Belastungsstörung zurückkommen, die ich vorhin schon mal erwähnt hatte. Was ist eine posttraumatische Belastungsstörung? Die posttraumatische Belastungsstörung, PTBS, tritt als eine verzögerte psychische Reaktion auf ein extrem belastendes Ereignis, eine Situation außergewöhnlicher Bedrohung oder katastrophenartigen Ausmaßes auf. Ja, also hier, das ist schon mal ganz entscheidend, das ist eine verzögerte psychische Reaktion. Und die können halt von längerer oder kürzerer Dauer sein, wie zum Beispiel schwere Unfälle, Gewaltverbrechen, Naturkatastrophen oder Kriegshandlungen. Wobei die Betroffenen dabei Gefühle wie Angst und Schutzlosigkeit erleben und in Ermangelung ihrer subjektiven Bewältigungsmöglichkeiten Hilflosigkeit und Kontrollverlust empfinden. Ja, jetzt beschreiben sie das hier halt noch, wie sich das äußert. Wie gesagt, ich werde es verlinken. Kann sich jeder durchlesen. Wie gesagt, entscheidend ist das, dass es halt eine verzögerte psychische Reaktion ist. Also die tritt eben nicht gleich nach so einem Ereignis auf, sondern erst viel, viel später. Und dass eben oft die Folge von Kriegshandlungen sind. Ne? Also wie gesagt, Soldaten, die im Einsatz waren und dort ja, so ein schlimmes Erlebnis hatten, die sind davon besonders betroffen. Ein schlimmes Erlebnis hat er ja gehabt, David Crowley. Haben wie über eine Mine gefahren, ist explodiert und wie gesagt, seine ganzen Kollegen verloren, einen hat er gerettet. Und ja, dann würde also passen, ne? das kann man auch belegen. Die Suizidrate von Ex-Militärs, die ist wirklich wahnsinnig hoch. Ne? Und das ist auch ein Thema, auf das hat er ja in seinem Film auch hingewiesen, Grey State to Rise. Ne? Das ist ein ganz großer Abschnitt mit drin. Über dieses Problem, dass eben sich nicht um die Soldaten gekümmert werden, nachdem sie die Drecksarbeit gemacht haben für dieses System, dass sie eben einfach fallen gelassen werden. Ja, und eben keine ärztliche Betreuung mehr bekommen. Das werde ich auch verlinken, kann man sich durchlesen. Das ist, wie gesagt, alles bewiesen, dass es so ist. Und wie gesagt, es redet halt keiner, wird totgeschwiegen. Und wie gesagt, mit seinem Film wollte er eben auch nicht nur auf die FEMA-Camps und auf die neue Weltordnung hinweisen, sondern eben auch auf diese Problematik. Das hat er sich ja was dabei gedacht, ja, warum er das gemacht hat. Ja, und eben, es wurde ja eben auch dann so bestätigt im Polizeibericht von seinen Freunden, wie von dem Mitchell oder auch von dem Danny Mason. Oder auch die Schwester von der Kummel, die Citra, die haben sie auch bestätigt, dass er sich eben ab September 2014 massivst verändert hat, der David. Ne? Vorher war er völlig normal. Das, wie gesagt, er hat sehr viele Interviews gegeben, er war sehr oft in der Öffentlichkeit. Also, wie gesagt, hat in seinem Film gearbeitet und wie gesagt, da ist nichts gewesen. Hier ist mal ein Interview, das gefällt mir persönlich ganz gut. Finde ich ganz schön, was er hier sagt. Ne? Lass ich mal kurz abspielen. My name is David Crowley. I'm a filmmaker from Minnesota, and I've been working on the project Grey State. And so far, it's just a concept trailer, meaning that it's not an actual feature film yet. It's an idea that we show, I mean, to help a possible investor or a studio or whomever visualize what our idea is all about. So basically, it's been an exercise in developing the themes and really getting the visuals across and showing, A, that we can, that it's a good idea and that's something that people want to see, and B, that we can actually pull it off. So it's both a resume and sort of a pitch to anyone who's looking. And this is now a marketing tool that we can take to a studio or a possible investor or just put online so people can see it. And that's been one of our main goals, is to get a million views. That's investor bait, you know? And so far, so good. It's up to like 170,000 right now. And it's been a little over 2 weeks since it's gone up. We've just released our press kit, so we're about to start emailing and actually actively pushing the trailer instead of just letting it go viral. So so far, it's just been Facebook shares. So what you're telling me by sharing it on Facebook is that it's something you want to see. And that's telling me that, yeah, this could be a good movie, and it's commercially viable. And with the right financial backing, we can actually make it happen. How people wake up to liberty, and that is the term we all use, right? Wake up, because these things go on all around us all the time, and most people know about everything. Any one of these issues, you ask anyone, they've heard about it to some degree, but it requires sort of an awakening context by which they can establish the difference between that reality and the one that they live in. So for me, I was in the military from 2004 to 2009. I was stop lost for 15 months. I was deployed illegally as a civilian for a while. So I know what it's like to be a number on a page, and I've seen what our military is capable of when it thinks it's peacekeeping. I've seen the division between the military being used as a blunt instrument of foreign policy, as it should, and being a domestic police force, which it shouldn't. And so
I have seen the context. I've seen the contrast between one reality and the other. And basically, it was my military experience that helped me to decide and value liberty. I mean, liberty is a real thing. And it's being threatened, and it's not defined by our creature comforts. There's something. There's some other thing that goes on, and it's about freedom, really. And are we free? And once you have that context by which to describe what I call the gray state, that's what the gray state is, then you can begin to wake up to your reality and say, hey, hey, this stuff isn't right. Ja, also hier 2012 war völlig normal. Und ja, dann 2014 ist er abgestürzt, hat er ja erfahren, dass er keinen Vertrag kriegt für den Film. Und das war natürlich dann der absolute Schlag für ihn. Der Schwiegervater hatte finanzielle Unterstützung eingestellt und ja, wird es wohl dann irgendwann so weit gewesen sein, dass ihm das Wasser bis zum Hals stand. Und seine Rechnung konnte er dann nicht mehr bezahlen. Und die Kohle alleine konnte es eben auch nicht mehr erwirtschaften. Also wird es wohl dann irgendwann bei ihm eine Kurzschlussreaktion gegeben haben und er hat beide umgebracht und dann sich. Ich werde es später nochmal etwas ausführlicher erklären. Aber das ist erstmal die Vermutung, die ich habe. Und das ist auch das Einzige, was aus dem Polizeibericht und auch aus dem Bundeskriminalbericht nicht hervorgeht. Die konnten es auch nicht einwandfrei klären, ob es eine Kurzschlussreaktion war von David Crowley oder ob er das geplant hat oder vielleicht sogar seine Frau damit involviert hat. Und dafür müssen wir uns jetzt wirklich nochmal die Beweise angucken. Dann gibt es ja auch die Möglichkeit, dass David Crowley vielleicht Antidepressiva genommen hat dagegen. Ne? Das ist zum Beispiel auch ein Auslöser von Amokläufen. Ne? Haben wir ja selber hier in letzter Zeit zu oft erlebt. Also das ist da ein ganz großer Übeltäter. Ne? Das kann man auch hier nachlesen auf der Internetpräsenz. Hier ist noch eine. Und hier schreiben sie eben auch, wenn der Schalter kippt. Brutale Videospiele, Waffenfetischismus und soziale Randständigkeit werden routinemäßig im Zusammenhang mit Amokläufen debattiert. Ein Faktor ist bislang übersehen worden, gewisse Psychopharmaka. Ja, ist sehr interessant, was hier steht. Und wird wohl auch so sein. Und ja, aber wenn wir jetzt nochmal einen Autopsiebericht von David Crowley reingucken, konnten sie eben das nicht nachweisen. Ne? Definitiv stand er unter keinem Medikamenteneinfluss, also das kann man bei ihm definitiv ausschließen, dass es so ist. Und ja, hat es ja vorhin schon gesagt, in den USA kümmert man sich nicht so wirklich um entlassene, geschädigte Soldaten. Die bekommen keine ärztliche Hilfe. Die meisten in den USA haben ja auch nicht mal eine Krankenversicherung. Das ist halt dort völlig normal. Und deswegen hat er sich wohl selbst therapiert mit Marihuana. Oder eben auch Pilzen. Das hat aber eben nur bedingt funktioniert. Also, was weist jetzt darauf hin, dass er das geplant hat? Also, könnte man jetzt so deuten. Also, wenn man die Beweise anschaut, wir haben ja einerseits die Schnittvorlage für die fertige Dokumentation, die er erst 5 Tage vor seinem Tod fertiggestellt hat. Könnte man jetzt mutmaßen, dass er das eben jetzt gemacht hat und er das eben hinterlassen wollte und ja, er dann seinen Tod geplant hat. Hat er seine Frau damit reingezogen? Da könnte man jetzt den Koran hernehmen und die Aufschrift an der Wand, Allahu Akbar. Die ist ja ehemalige Muslimin und kennt sich demzufolge auch damit aus, dass sie das vielleicht gesprochen hat, dieses Gebet oder dieses Vergebungsgebet auf dem Totenbett. Aber es spricht doch eigentlich viel mehr dagegen, dass er das geplant hat. Und zwar als allererstes Mal, wenn er das geplant hätte, hätte er ja auch den Hund mit erschossen. Der war ja noch am Leben. Zweitens könnte man auch sagen, diese Schnittvorlage, die er 5 Tage vor seinem Tod fertiggestellt hat, die hat er jetzt einfach fertiggestellt, weil er den Film fertig machen wollte. Ist auch klar. Ne? Dann am Tatort hat man halt die Blutspuren gefunden auf dem Laptop und die waren von der Kummel. Ja, das weist eigentlich eindeutig darauf hin. Und auch die Fußspuren. Ja, David war ja barfuß, das waren seine Fußabdrücke, aber das Blut war auch von der Kummel. Ja, das weist dann eigentlich darauf hin, dass er seine Frau und seine Tochter erschossen hat und dann eben voller Blut war und dann rumgerannt ist und dann gemerkt hat, ach du Scheiße, ja, jetzt habe ich es gemacht, es gibt kein Zurück mehr und hat dann eben bloß noch schnell den Laptop angemacht, hat auf die Schnittvorlage hingewiesen und hat sich dann selber erschossen. Ja, und dass er eben voller Blut war, das kann auch davon kommen, weil das Kind lag ja zwischen den Beinen der Mutter, ja, dass er es eben noch dahin gelegt hat. Und der Koran hier, der ist ja auch voller Blut, das ist auch komisches Blut, das hat man auch festgestellt. Und ja, und wie gesagt, Frau und Kind hatten nur eine Schusswunde im Kopf und danach ist dann auch gleich der Tod eingetreten, also die sind dann nirgendwo mal hingegangen. Also wird wohl dann der David mit seinen blutverschmierten Händen den Koran aufgeschlagen haben und dieses Gebet gesprochen haben, um Vergebung gebeten haben und dann hat er sich erschossen. Also in meinen Augen war es eine Tat, die er nicht geplant hatte. Es war eine Kurzschlussreaktion. Er ist im Endeffekt an seinem Leben zerbrochen und da wird nur alles eine Rolle gespielt haben. Sein Einsatz im Irak, in Afghanistan, sein dramatisches Erlebnis, was er da hatte, seinen Film, den er produziert hat und die Dokumentation und wie gesagt die finanziellen Schwierigkeiten. Ja, und dann hat er sich aber mehr abgekapselt. Seine Drogen, Alkohol, Pilze, das wird er alles mit reingespielt haben. Und ja, in meinen Augen ist das einfach eine Kurzschlussreaktion. Also
Wie gesagt, er hat die Frau und das Kind erschossen. Dann hat er sie so hingelegt, ja, dann hat er den Laptop angemacht, hat noch auf die Schnittvorlage hingewiesen, dass wenigstens die Dokumentation fertig wird. Ja, hat den Koran aufgeschlagen, wird sich nun wahrscheinlich schon damit ausgekannt haben, hat um Vergebung gebeten und dann hat er sich im Flur erschossen. Passt auch 1:1 zum Autopsiebericht, das passt 1:1 zum Polizeibericht und auch zu einer posttraumatischen Belastungsstörung. Genauso läuft es dort nämlich ab. Und sie wird es wohl auch gewesen sein. Ne? Aber wie gesagt, auch hier im Polizeibericht und im Bericht der Kriminalpolizei, die sind sich eben auch nicht sicher, ob er es geplant hat, ob die Kohl mit involviert war oder ob es eine Kurzschlussreaktion war. Ist einfach nicht mehr nachweisbar, aber die Beweise sehen eben wirklich danach aus, dass es eine Kurzschlussreaktion war. Ist aber im Endeffekt auch egal, weil hier ging es ja eigentlich nur darum, herauszufinden, was nun mit David Crowley und seiner Familie passiert ist. Und es war definitiv keine dritte Partei, die David Crowley und seine Familie um die Ecke gebracht haben. Er war es selber. Er hat den Abzug gedrückt. Er hat seine Frau und seine Tochter erschossen und dann sich selber. Gut, was bleibt jetzt noch offen? Ja, hier steht ja, dass David Crowleys Mutter 7 Monate später tot aufgefunden wurde. Das stimmt auch. Ja, hier ist die Todesanzeige. Ja, das Bild ist noch eins. Wahrscheinlich aus jüngeren Jahren. Und ja, was steht hier drinne? Sagte sie halt den Tod ihres Sohnes David überlebt hat und ihrer Schwiegertochter Kumil und des Enkels Rania. Und sie wurde eben überlebt von ihren beiden anderen Kindern, Daniel Crowley, der Bruder von David Crowley, und seine Schwester Allison Crowley. Ja, die haben auch im Polizeibericht was gesagt, aber wie gesagt, ich hatte es ja vorhin gesagt, ich will es ja nicht unnötig dramatisieren und hat halt nichts dazu beigetragen, den Fall aufzuklären. Ja, wie gesagt, die ist gestorben und ja, es war aber kein gewaltsamer Tod, ne? Also überhaupt nicht, war ein normaler Tod, ist gestorben. Und gut, ja, mit Sicherheit wird sie da dran zerbrochen sein, kann schon alles sein, aber ja, ist auch nichts irgendwie nachgewiesen, dass da Gewalt oder durch eine dritte Partei irgendwie eingewirkt wurde. Ne? Worauf ich jetzt auch noch einmal hinweisen möchte, ich habe es vorhin schon gesagt, also ich schenke diesem Polizeibericht Glauben, auch diesen Bericht von der Kriminalpolizei, weil, also erstens mal haben es wirklich seine engsten Freunde hier hochgeladen, denen ist ja auch dran gelegen, dass es aufgeklärt wird. Zweitens, ich denke, das habe ich auch gezeigt, es ist wirklich jedem noch so erdenklichen Hinweis hier nachgegangen worden. Also man hat wirklich in jegliche Richtung ermittelt, um das irgendwie, diesen Fall aufzuklären. Dann ist ja wirklich sehr wenig geschwärzt, also eigentlich fast gar nichts in diesem Bericht. Also das Einzige, was hier geschwärzt sind, das sind Namen und Adressen, ne? Weil eben die Leute das nicht wollten, das Datenschutz, ne? Aber es ist trotzdem alles zusammenhängend, lesbar, wunderbar. Ja, von daher besteht da auch überhaupt kein Zweifel, ja, dass da irgendwie hier was getürkt oder gefaked wurde oder David Crowley hier irgendwie von dem Dritten um die Ecke gebracht wurde, seine Familie. Es ist einfach nicht wahr, stimmt nicht. Ja, und auch die Behörden, also die vor Ort im Apple Valley und auch die Bundesbehörden, denen war sehr dran gelegen, das aufzuklären. Ja, die waren eigentlich alle Fan von dem. Ja, die fanden das gut, was er gemacht hat. Ja gut, das wollte ich jetzt bloß mal kurz anmerken. So, und damit ist für mich der Fall abgeschlossen. Es ist traurig, aber es ist leider wahr. Also David Crowley hat ja den Film mit seinen Freunden produziert und nicht nur produziert, sondern hat es auch als Schauspieler eingesetzt. Ne? Und das hat er nicht nur mit seinen Freunden gemacht, das hat er auch mit seinen Familienangehörigen gemacht. Die hat er alle unter Vertrag genommen. Also wie gesagt, die haben das alle mit durchgestanden. Die standen genauso unter Druck wie er und die haben es auch alle ohne finanzielle Vergütung gemacht. Ne? Mit dem Mitchell und mit dem Danny Mason hier hat er den Film produziert. Sieht man auch hier auf dem Filmposter, beide haben auch ausgesagt. Und der Danny Mason war dann eben auch noch der Hauptdarsteller, ist im Trailer hier öfters zu sehen. Und dass er eben auch seine Familienangehörigen unter Vertrag genommen hat, selbst seine Frau und seine Tochter hier zu sehen. Das ist ein Screenshot aus dem Trailer, aus dem Konzepttrailer zu Grey State, das ist eindeutig seine Frau und seine Tochter. Ja, und wie gesagt, als das dann eben alles finanziell nicht vorangegangen ist, ja, hat er sie dann alle auch so nach und nach aus den Verträgen entlassen. Die anderen haben die Rechte abgetreten und zum Schluss stand er eben ganz alleine da. Ja, und jetzt nochmal dazu, weil dann immer es da auch einige Videos gab, dass er eben erst kurz vor Schluss sich dann dazu entschieden hat, aus dem Spielfilm eine Dokumentation zu machen. Hatte ich ja vorhin jetzt schon ein paar Mal gezeigt, dass es nicht so ist. Es ist auch nicht so. Hat beides produziert, den Spielfilm und auch die Dokumentation. Und den Spielfilm hat er auch parallel, trotz dass er keine finanzielle Unterstützung hatte, durch ein Filmstudio bis zum bitteren Ende weitergedreht. Sieht man zum Beispiel hier. Ne? Hier hat er gerade eine Szene aufgenommen von einer weißen Wand. Ja, und da sieht man auch eindeutig, dass er hier schon diesen Mohawk-Haarschnitt hat, den er ja erst, wie man es im Polizeibericht gesehen hat und auch alle ausgesagt haben, erst seit dem September 2014 hatte. Also da hat er immer noch kräftig weiter produziert. Ja, viele Szenen aus dem Konzept-Trailer sind ja dann auch in der Dokumentation gelandet. Grey State The Rise, davon kann man sich überzeugen. Kann sich auch wieder angucken, die Dokumentation. Ich habe sie auf meinen BeatShoot-Kanal hochgeladen. Also wen das interessiert. Die geht ungefähr 2 Stunden, ist wirklich mega. Und aber es gibt eben auch, wie eingangs gesehen,
doch viel mehr fertiggestellte Szenen des Filmes. Ne? Also, weil er hat eben wirklich bis zum Ende weiter produziert hier. Und da sieht man eben auch, dass er da schon ganz schön Ahnung hatte. Ne? Hat hier viel von der weißen Wand gedreht. Und wenn man sich die Szenen so anguckt hier, das sind alles CGI-Effekte. Das sieht man, das sind CGI-Explosionen. Und also da scheint er wohl schon was drauf gehabt zu haben. Und ja, inwieweit der Film jetzt fertig ist, also der Spielfilm, keine Ahnung. Ich hoffe, da kommt noch was. Weiß nicht, wie weit er gekommen ist. David Crowley in den Spielfilm, mich würde es auf jeden Fall interessieren. Ja, also würde mir das auch auf jeden Fall anschauen. Aber wir werden sehen, was die Zeit bringt, ob da noch was kommt. Dann noch sowas hier. Auf sowas bin ich auch gestoßen. Das sind gerade Dreharbeiten zum Film Grey State, also zum Spielfilm. Ja, sieht man auch hier unten, ist eine Hand. Und David Chuckles steht dort, also David Kishard, very nice, sehr schön. Also hat man gerade die Szene hier abgedreht. Klar, diese Szene ist auch im Konzepttrailer zu sehen, aber eben nicht so, ne? Also in dem Ausmaß wie hier. Also das ist schon heftig und ja, das war auch eins der Gründe, warum die Filmstudios da rumgemotzt haben. Ne? Und was auch der Mitchell immer wieder kritisiert hat, dass der David da so stur ist. Ne? Die Filmstudios, die wollten das eben nicht, so eine extreme Gewaltdarstellung. Ist irgendwo auch logisch und verständlich. Ne? Da muss man das einfach mal aus der Sicht von dem Filmstudio sehen. Die nehmen da Haufen Geld in der Hand, geben das dem und dann produziert er so einen Film und dann soll der im Kino kommen. Und dann ist ja natürlich auch logisch, dass die Produktionsfirma dann das Geld wieder reinhaben will, ne? Und da natürlich Kohle machen will. Ne? Das, was eben David Crowley nie gemacht hat, was der Mitchell eben auch immer wieder kritisiert hat. Er braucht eben nur mal Geld zum Leben. Und ja, wenn natürlich dann so ein Film freigegeben ab 18 Jahren ist, dann habe ich natürlich ein ganz entscheidendes Publikum erstmal ausgeschlossen. Ja, vom Kinobesuch. Und das wollten halt die Produktionsfirmen nicht. Also ich meine, klar, FSK 12 kannst du so einen Film nicht machen mit so einem Thema, aber wenigstens FSK 16, ne? Da hat man dann eben auch noch ein ganz entscheidendes Publikum, was sich das eben im Kino angucken kann. Und muss man ganz ehrlich sagen, wenn er clever gewesen wäre, hätte er auf den Mitchell gehört, hätte das gemacht, hätte erstmal den Film produziert, ja, dann wäre er ein gemachter Mann gewesen, ne? Dann hätten vielleicht auch noch mehr Leute gekannt, dann hätte er die ganzen Geldsorgen alles nicht gehabt und dann hätte er auch in Ruhe seine Dokumentation drehen können. Und die hätten dann vielleicht auch noch mehr Leute gesehen, eben aufgrund, weil er dann eben noch bekannter gewesen wäre. Aber ich weiß selber, wie das ist, ne? Wenn man der Meinung ist, es kommt Gewalt in das Video jetzt hier rein, dann kommt eben Gewalt dort rein. Ich habe auch einige solche Videos. Die versehe ich dann eben mit einer Altersbeschränkung. Aber wie gesagt, bei mir geht es da um YouTube-Videos, ne? Oder dann allgemein Videos, ne? Die sich ein paar hundert Mann angucken. Da geht es nicht um meine Existenz, wie bei David Crowley. Ja, gut, aber ist als Außenstehender immer leicht gesagt, ne? Steckt da nicht drin in dem Moment. Ja, also, ja, und wie sein Leben dann weiterverlaufen wäre, wenn er es eben so gemacht hätte, das ist ja auch ungewiss. Ja, weiß man nicht. Ja, wenn ich jetzt dem einen oder anderen sein Bild von David Crowley zerstört haben sollte, gut, Pech gehabt. Ich war auch nicht begeistert, als ich das alles rausgefunden habe. Aber es ist nun mal so, es ist nun mal die Wahrheit. Und ich möchte auch sein Andenken in Ehren halten. Ne? Ich hatte ja gesagt, dass es mir eine Herzensangelegenheit war mit dem David Crowley. Und für all diejenigen, die das noch nicht mitbekommen haben oder nicht wissen, also wenn man so ein Video macht hier, wie ich jetzt, und wenn man sich dann mit der Thematik auch wirklich tiefgründig auseinandersetzt und ja, und es dann einem das eine oder andere Mal eiskalt den Rücken runterläuft und man merkt, oh ja, scheiße. An so einem Punkt warst du auch schon, also dort hast du auch schon gestanden. Ja, das ist hart, das ist heftig, also für mich war das jetzt wirklich heftig und ja, deswegen möchte ich jetzt auch nochmal betonen, also für mich ist der Fall jetzt abgeschlossen, ich möchte jetzt erstmal wieder Abstand gewinnen von David Crowley und ja, der ganze Sache, die da passiert ist und möchte daher auch bitten. Also ihr könnt mir gerne was in die Kommentare schreiben, ich lasse auch offen. Ihr könnt eure Meinung dazu sagen, habe ich nichts dagegen. Aber bitte schickt mir nicht irgendwelche Videos zu oder sonst irgendwas, wo irgendjemand wieder was anderes behauptet, aber keine Quellen anführt und ja, da werde ich nicht drauf antworten. Also ich lasse mich auf keine Diskussion mehr ein. Wie gesagt, ich will jetzt erstmal wieder Abstand von dem Thema. Wie gesagt, sollte sich noch jemand die ganzen Beweise anschauen oder noch irgendwas anderes dazu beitragen können, was irgendwas widerlegt, das könnt ihr mir gerne schicken, ja, also, aber bitte mit Quelle und dann werde ich mir das auch anschauen, auf jeden Fall, könnt ihr euch drauf verlassen. Ja, aber ansonsten ist das Thema jetzt für mich abgeschlossen und zwar endgültig, ja. Gut, was er jetzt mit der Dokumentation geleistet hat, ist natürlich spitzenmäßig, ne? Und da möchte ich jetzt auch nochmal darauf hinweisen, das ist eigentlich das Thema, das ist eigentlich das Wichtige. Man sollte jetzt hier nicht ewig auf den Tod von dem David Crowley rumreisen, das ist eine schlimme und traurige Geschichte, die da passiert ist. Ja, aber er hat ja auch wirklich viele Sachen aufgedeckt, ne? Und da sollte man dann eben mal hingucken, was sind die FEMA-Camps, mit der neuen Weltordnung, den Polizeistaat, die Überwachung, ne? Diese Soldaten mit dem posttraumatischen Belastungssyndrom, das sind eben alles die Sachen, auf die David Crowley hinweisen wollte. Ja, und das sollten wir eben dann auch ihm zu Ehren so weiterführen. Weil dieses System, oder ich sag mal so, also die Welt, in der wir leben, auf die er hingewiesen hat, ja, das wissen ja viele nicht, begreifen viele nicht. Ja, und was ihn dann letztendlich auch zu Fall gebracht hat,
und auch uns, also zumindest die, die hier nicht mehr ruhig halten und ihren Mund aufmachen, drangsaliert oder wie mich jetzt gerade versucht, finanziell zu zersetzen. Ne, das ist ja eben genau das System, was ihn dann im Endeffekt zu Fall gebracht hat. Ne? Das ist wieder mal am Geld gescheitert, dann an der fehlenden ärztlichen Unterstützung und so weiter und so weiter und so weiter. Ne, also ist er auch in gewisser Weise eben von diesem System verselbstmordet worden. So kann man es schon bezeichnen. Ja, dadurch, dass das nun ein erweiterter Suizid war, also dass er sich selber umgebracht hat, ja, also wer christlich ist, der weiß, welchen Ort unser Herr für Mörder und Selbstmörder vorsieht. Ich hoffe aber trotzdem, die Kumel und die Rania, dass die ihren Platz jetzt im Himmel gefunden haben. Oder dass sie an dem Ort sind, wo es ihnen jetzt besser geht. Oder mal so. Und auch wenn David Crowley das getan hat. Ich wünsche es ihm natürlich trotzdem, dass er seinen Platz im Himmel bekommen hat. Für das, was er ja geleistet hat. Ja, ich hätte jetzt eigentlich noch einiges dazu zu sagen, aber das gehört eben eigentlich nicht mehr so ganz in dieses Video, ne? Deswegen, ich werde jetzt gleich noch ein Video produzieren. Werde nochmal rausgehen in den Wald und noch ein paar Aufnahmen machen. Um eben auch nochmal auf die Sachen hinzuweisen, die hierzulande so los sind. Ne? Schließt auch nochmal mein letztes Video mit ein, was es ja nur auf YouTube nicht mehr gibt. Ne? Aber getroffene Hunde bellen halt. Ja, wie gesagt, aber gehört eben jetzt nicht mehr an dieses Video. Und ja, von daher werden wir uns schon sehr bald nochmal sehen und hören. Ja, gut, dann hoffe ich trotzdem, dass das Video, so traurig wie es auch zeitweise war, gefallen hat. Und in diesem Sinne, bis bald.